Einen kleinen Moment warten wir noch. Wir haben eine weitere Kandidatur von einem männlichen Kandidaten. Der Listenplatz 15 ist aber ein Frauenplatz. Deshalb ist hier keine Kandidatur durch Männer möglich, sodass wir nur Katrin Uhlig als Bewerberin für diesen Platz haben. Bevor ich Katrin das Wort erteile, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr die Möglichkeit habt, allen Kandidatinnen und Kandidaten heute Fragen zu stellen. Wir möchten euch bitten, diese Frage bereits während der Vorstellungsreden der jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten einzureichen, damit wir unmittelbar im Anschluss an das Redeende die Möglichkeit haben, diese Fragen dann auch zu stellen. Nun möchte ich aber gerne Katrin Uhlig das Wort erteilen. Katrin, du hast 5 Minuten. Bitte schön. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, in meinem Büro hängt seit einigen Jahren eine Postkarte. Sollte, könnte, müsste sind darauf durchgestrichen. Darunter steht mit Ausrufezeichen machen. Neben den Stapeln mit Unterlagen zum Kohleausstieg und Zetteln voll mit Ideen für die Energiewende erinnert mich die Karte täglich daran, dass die Zeit abläuft, dass wir endlich handeln müssen, dass wir eine andere Politik brauchen, wenn wir die Klimakrise noch stoppen wollen. Mit der Bundestagswahl können wir im nächsten Herbst endlich wieder wichtige Schritte für eine andere Politik auf Bundesebene machen. Für eine Politik, die nicht nur redet oder zum falschen Zeitpunkt über längst Bekanntes nachdenkt, sondern für eine Politik, die endlich macht. Wenn der nächste Bundestag, wenn die nächste Bundesregierung es nicht schaffen, die Energiewende wieder in Schwung zu bekommen und den Ausbau der Erneuerbaren massiv zu beschleunigen, werden wir nicht auf einen 1,5-Grad-Pfad kommen. Wir brauchen endlich einen Bundestag, eine Bundesregierung, die das Pariser Klimaabkommen in den Mittelpunkt stellt und danach handelt. Ich kandidiere heute, weil ich davon überzeugt bin, dass gerade NRW als Energie- und Industrieland starke grüne Stimmen für mehr Klimaschutz und die Energiewende braucht. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin es so leid, über schöne Klimaschutzmaßnahmen zu lesen, die da nicht angegangen werden. Wir müssen die Maßnahmen endlich umsetzen. Es liegt an uns, für die Energiewende zu streiten. Es liegt an uns, den ökologischen und sozialen Wandel umzusetzen. In der Klima- und in der Energiepolitik. Denn die Klimakrise ist längst da. Wenn wir die schlimmsten Auswirkungen noch verhindern wollen, müssen wir jetzt handeln. Die Zeit läuft ab. Als ich vor 10 Jahren in Puerto Rico studiert habe, gab es einen Tag, an dem alle Studierenden auf ihre Bildschirme guckten. Ein Tropensturm war auf dem Weg durch die Karibik. Unklar war noch, ob er uns erreichen würde. Ich kann mich noch an die allgemeine Erleichterung erinnern, als er abdrehte. 2017 dann fegte erst Hurricane Irma und wenige Wochen später Hurricane Maria über die Insel. Die gesamte Infrastruktur brach zusammen, auch das zentral organisierte Stromnetz. Es war klar, dass der Wiederaufbau lange dauern würde. Solar- und Speicherfirmen, auch aus Deutschland, boten damals ihre Hilfe an. Die Idee: mit Solaranlagen und Stromspeichern kleine Stromnetze aufbauen, damit die Menschen schnell wieder Strom für das Notwendigste hätten. Dass dies überhaupt möglich war, dass es inzwischen Konzepte und Ideen für eine klimafreundliche Stromversorgung auf Basis der Erneuerbaren gibt, liegt auch an uns. Ohne Menschen, die Stromversorgung fernab von Atom- und Kohlekonzernen denken und die Weiterentwicklung der Erneuerbaren vorantreiben, wäre solch eine Hilfe niemals möglich gewesen. Lasst uns jetzt den nächsten Schritt machen. Lasst uns zeigen, dass ein Industrieland zu 100% mit Energie aus Erneuerbaren versorgt werden kann und unsere Industrie und Wirtschaft klimaneutral gestaltet werden können. Dafür will ich mich im Bundestag einsetzen. Ja, die Aufgaben sind groß, gerade für ein Industrieland. Der Ausbau der Erneuerbaren, der Kohleausstieg und die Frage, wie wir Strom, Wärme und Verkehr und die Industrie klimaneutral gestalten können, beschäftigt mich, seit ich zu den Grünen gekommen bin. Und gerade deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Ideen und den Mut haben, um diesen Wandel zu schaffen. Denn wir haben nicht nur die Dringlichkeit der Situation verstanden, sondern wir sind auch die einzige Partei, die
neben den ökologischen auch die sozialen Auswirkungen im Blick hat. Wir wollen einen echten Wandel für alle Menschen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Kommunalwahl im letzten Jahr hat mich motiviert, für meine Themen, für unsere Themen noch aktiver zu werden. Lasst uns noch einmal gemeinsam einen unglaublichen Wahlkampf rocken. Lasst uns gemeinsam den Wechsel in Berlin schaffen für mehr Klimaschutz, für eine bunte Gesellschaft und für starke Grüne im Bundestag. Dafür bewerbe ich mich heute um euer Vertrauen. Vielen Dank, Katrin. An dich liegen Fragen vor, die Vierat jetzt stellen wird. Genau, liebe Katrin, für dich liegen zwei Fragen vor. Die erste Frage kommt von Paul Patrick Muschiol. Und zwar, Katrin Uhlig, welche konkreten Möglichkeiten siehst du, die PV-Anlagen und Windkraftanlagen, in Klammern Mindestabstand, auszubauen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist von Philipp Schorn-Giesinger. Welche konkreten Maßnahmen müsst ihr in der nächsten Legislaturperiode durch den Bundestag bringen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien wieder zu ermöglichen? Liebe Katrin, du hast 5 Minuten. Ganz herzlichen Dank für die Fragen. Ich glaube, ich würde die zusammenfassen. Das Wichtigste ist zuerst einmal, dass wir die Ausbauzahlen für erneuerbare Energien im EEG erhöhen. Das EEG, das im Dezember beschlossen wurde, das EEG 2021, das übrigens bisher noch nicht von der EU-Kommission notifiziert wurde, hat nicht ausreichende Ausbauzahlen, um den Klimaschutz, wie er jetzt auf EU-Ebene diskutiert wird, umzusetzen. Das war schon klar, als das verabschiedet wurde im Dezember. Und die GroKo hatte angekündigt, im ersten Quartal danach zu bessern. Das hat sie nicht gemacht. Wir müssen jetzt schnell die Ausbauzahlen erhöhen, weil ohne sichere Planung, vor allem für Windenergieanlagen, die oft einen Planungszeitraum von 3 Jahren haben, werden wir die Energiewende nicht schnell genug in Schwung bringen. Dann zum Thema Solaranlagen finde ich die Idee im Wahlprogramm sehr gut, Solaranlagen zum Standard zu machen. Wir haben so viele leere Dächer, wenn ihr durch die Dörfer, Städte fahrt, durch die Kommunen fahrt, da ist viel mehr möglich. Wenn wir Solaranlagen zum Standard machen, ist das ein erster wichtiger Schritt. Was die Abstände angeht, bin ich der Meinung, dass die Regelungen auf Bundesebene, die da bisher existiert haben, bevor die GroKo jetzt Mindestabstände eingeführt hat, völlig ausreichend waren. Der Emissionsschutz hat schon Abstände eingeführt. Ich finde, diese blödsinnige Regelung, die jetzt eingeführt wurde, gehört abgeschafft. In NRW war es bisher so, dass die schwarz-gelbe Landesregierung so getan hat, als hätte sie Abstände eingeführt. Die waren aber mehr oder weniger freiwillig. Ich finde, wir müssen mehr darüber reden, welche positiven Auswirkungen erneuerbare Energien haben. Wir müssen mit den Kommunen ins Gespräch kommen. Wir müssen Möglichkeiten schaffen, wie Windenergieparks auch dafür sorgen, dass in der Kommune Geld ankommt. Und das wären meine ersten Ansätze, dass wir langfristig viel mehr machen müssen, ist klar. Aber das erste Ziel muss sein, jetzt schnell den Ausbau wieder zu beschleunigen. Denn die GroKo hat in den letzten Jahren entweder nichts gemacht oder nur einen Flickenteppich und damit die Energiewende gezielt gegen die Wand gefahren. Vielen Dank, Katrin. Dann können wir nun in die Abstimmung eintreten. Ich schaue einmal zur Technik. Die braucht noch einen kleinen Moment, bis sie vorbereitet ist. So, ich erhalte gerade das Signal, dass wir nun mit der Abstimmung beginnen können. Ich öffne die allererste Abstimmung des heutigen Tages und wir warten gespannt auf das Ergebnis. Wir warten noch einen ganz kleinen Moment, bis wirklich alle die Gelegenheit hatten, ihre Stimme abzugeben.
Es trudeln immer noch so die letzten Stimmen hier ein, auf die wir natürlich auch gerne noch warten möchten. Vielleicht noch der Hinweis, falls ihr im Laufe des Tages Probleme bei der Stimmabgabe haben solltet, könnt ihr auf das Fragezeichen im Tool drücken, um euch dort dann Hilfe zu holen. Ich möchte jetzt gerne die Abstimmung zum Listenplatz 15 schließen und wir warten dann auf das Ergebnis. So, es wurden 262 Stimmen abgegeben. Das Quorum liegt daher bei 132. Auf Katrin Uhlich entfielen 231 Stimmen bei 19 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen. Katrin, du bist damit gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Nimmst du die Wahl an? Ja, ganz herzlichen Dank für euer Vertrauen und lasst uns Wahlkampf für die Energiewende und für Klimaschutz machen. Vielen Dank, Katrin. Wir können dann weitermachen mit dem Listenplatz 16. Hier liegen uns drei Kandidaturen vor, die ich nun gerne vorlesen möchte. Die erste Kandidatur ist die von Kai Gehring aus Essen, gefolgt von Klaus Michael aus dem Kreisverband Detmold und Johannes Preisner aus dem Kreisverband Frankfurt. Ich möchte auch hier wieder die Frage an euch stellen, gibt es weitere Kandidaturen für den Listenplatz 16? Wir warten hier auch noch einen kleinen Moment, um sicherzustellen, dass jede und jeder Bewerber, jede Bewerberin die Möglichkeit hat, seine Bewerbung einzureichen. Kurz zum Verfahren. Es gibt ja die Möglichkeit, sich sowohl analog vorzustellen, wie das gleich Kai Gehring machen wird, wie auch digital. Dann erfolgt es über eine Einblendung. Und den Weg werden die beiden weiteren Kandidaten, die ich gerade vorgetragen habe, bestreiten. Uns liegen keine weiteren Kandidaturen vor, sodass wir jetzt direkt in die Vorstellungsreden der Kandidaten einsteigen können. Auch hier der erneute Hinweis, ihr könnt Fragen stellen. Stellt diese Fragen bitte während der Rede des jeweiligen Kandidaten, an den die Frage gerichtet ist, damit wir die Möglichkeit haben, die direkt danach dann auch loszuwerden. Als erster Redner, dem bitte ich jetzt den Kai Gehring aus dem Kreisverband Essen ans Redepult. Kai, auch du hast 5 Minuten Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde, die Pandemie lässt uns spüren, wie verletzlich unsere Lebensweise ist. Das Virus verschärft Armut und Ungleichheit. Eine Politik, die nur auf Sicht fährt, funktioniert längst nicht mehr. Die Menschen erwarten eine zukunftsweisende, eine saubere und eine tatkräftige Politik. Immer mehr setzen ihre Hoffnung in uns, auf ein gerechteres, ein klimaneutrales Morgen und auf Zusammenhalt in Vielfalt. Lasst uns mit diesen Hoffnungen einen Aufbruch entfachen. Nach 16 Jahren Opposition haben wir im September die große Chance, die Weichen auf Wandel zu stellen. Es gibt so viel zu tun, so viel nachzuarbeiten, zum Beispiel bei der Bildung. Corona verschärft die andauernde Bildungskrise.
Wisst ihr eigentlich, wie es Arbeiterkindern heute geht? Genauso bescheiden wie vor 30 Jahren. Sie kommen oft aus armen Quartieren. Sie leben in Familien, wo jeder Cent zählt. Man traut ihnen weniger zu. Die Hürden zum Meister und Master sind hoch. Als Arbeiterkind habe ich sie selbst erlebt. Dabei ist Bildung das Sprungbrett in ein selbstbestimmtes Leben. Darum kämpfe ich so für ein Land der Chancen für alle, in dem Zukunft nicht von Herkunft abhängt. Kinder und Jugendliche, die nicht auf der Sonnenseite groß werden, brauchen Menschen an ihrer Seite, die sie empowern und die einfach sagen, du kannst das, geh deinen Weg. Lasst uns als Grüne Wegbereiterin für all diese Kids in der Republik sein, mit bundesweit guten Kitas, Schulen und Hochschulen, mit Ausbildungs- und Studienplätzen für alle, mit einem sozialen Neustart für die Ausbildungs- und Studienfinanzierung. Gute Bildung für alle, das muss Ansporn für das Land der Dichter und Denker werden. Corona grassiert, aber andere Krisen pausieren nicht. Arten sterben, die Arktis schmilzt, der Regenwald wird rasant gerodet, allein in Brasilien 3 Fußballfelder pro Minute. Und auch bei uns im Essener Stadtwald und Sauerland schlägt die Klimakrise längst zu. Wir erleben doch alle, dass das Wetter verrückt spielt und immer weniger Bienen summen. Aber dank Forschung wissen wir, was wir dagegen tun können. Wir brauchen diese Erkenntnisse, um die soziale, digitale und ökologische Transformation zu schaffen. Gerade Krisen machen uns bewusst, wie relevant Forschung für unser aller Leben ist. Von Gesundheitsforschung über Klima-, Migrations- bis Friedensforschung. Wissenschaft ist nicht abstrakt, sondern gesellschaftsrelevant und zukunftsgerecht. Wissenschaft fördert Neugierde, löst Probleme, entfacht Ideen und Innovationen, stärkt Resilienz und gibt Halt und Hoffnung. Ich möchte im Bundestag weiterkämpfen für starke und für nachhaltige Wissenschaft. Denn Wissen ist die wichtigste Quelle künftigen Wohlstands. Eine sozial-ökologische Marktwirtschaft schaffen wir nur mit sozial-ökologischen Innovationen. Wir haben so viele Konzepte in der Schublade. Ein Pandemierat, eine Innovationsagentur, Programme für Klimaneutralität, Diversity und BürgerInnenwissenschaften. Unser Planet braucht mehr Forschung for Future und Politik, die darauf hört. Ihr Lieben, ich bin 1998 grünes Mitglied geworden. Eher unüblich für ein schwules Arbeiterkind aus dem Ruhrpott. Die Botschaft der Grünen damals wie heute: Du gehörst dazu. Es gibt keine Menschen erster und zweiter Klasse. Damals wurden wir im Wahlkampf permanent angefeindet. Unsere Grundsätze waren so für 6-7% wählbar. Wir haben es geschafft, sie zu richtungsgebenden Werten unserer Gesellschaft zu machen. Die Menschen in Deutschland sehen sich nach Vision, Haltung und Zusammenhalt und Anstand statt schwarzem Filz. Zukunft ist kein Schicksal, sondern das, was wir gemeinsam daraus machen. Eine Zukunft, in der Innovation unser Leben wirklich leichter und besser machen. Eine Zukunft, in der alle gleiche Menschenrechte, gleiche Würde und gleiche Freiheit haben. Mit sehr viel Erfahrung, Verlässlichkeit, Tatendrang und Teamspiel möchte ich dieses Land mit euch gestalten und bitte um euer Vertrauen. Lasst uns die 20er Jahre zu unserem, zu einem grünen Jahrzehnt machen. Danke. Vielen Dank, Kai. Auch an dich liegen einige Fragen vor, die Firat jetzt vortragen wird. Ich sehe gerade, wir müssen noch losen. Es dauert einen kleinen Moment. Wir losen jetzt eben und ausgewählt wurden. Genau, die erste Frage: Inwiefern steht der Bildungsföderalismus in einem inklusiven Schulsystem und damit der Intergenerationen Mobilität im Weg? Ich kann es gerne mal vorlesen. Inwiefern steht der Bildungsföderalismus einem inklusiven Schulsystem und damit der Intergenerationenmobilität im Weg? Die nächste Frage kommt von Hans-Joachim Herholz. Was wäre für dich eine konkrete Maßnahme zur Chancengerechtigkeit für Kinder aus prekären Verhältnissen? Und die dritte Frage:
Die kommt von Martina Lila Oblong. Wie möchtest du die Bedeutung der Citizen Science stärken? Das sind die drei Fragen. Du hast 5 Minuten. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Fragen. Also zur ersten, am real existierenden Bildungsföderalismus, da kann man zwischendurch schon wirklich verzweifeln. Und deshalb sind wir als Grüne die Garanten auch dafür, für eine Ermöglichungsverfassung für bessere Bildung. Denn es muss eine bessere Bund-Länder-Zusammenarbeit geben im Schulbereich, im Berufsbildungsbereich und auch für unsere Hochschullandschaft. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich hier mehr unterhakt, um für mehr Chancengleichheit zu sorgen. Wir sehen jetzt gerade in der Pandemie, wie schwierig das Ganze ist und wie wichtig es ist, hier eben auch bundeseinheitlich mit dafür zu sorgen, dass Bildung sicher klappt. Der zweite Punkt, die konkreten Maßnahmen für Kids aus armen Quartieren. Ich habe mit vielen anderen in der Fraktion erarbeitet ein Bund-Länder-Programm für Schulen in benachteiligten Quartieren. Ich finde das super wichtig, dass wir hier einen ganz besonderen Akzent setzen. Gerade dort, wo die Ärmsten wohnen, müsste es eigentlich die besten Schulen geben. Und deswegen will ich dafür weiter streiten, dass wir hier einen Akzent setzen. Es darf in dieser Republik nirgendwo, in keinem Bundesland, in keinem Ort eine Schule geben, in die es reinregnet, wo es schimmelt oder wo der Putz von der Wand rieselt. Und deshalb brauchen wir dringend mehr Bildungsinvestitionen mit einem Fokus auf die Benachteiligten und auf diese Quartiere. Die Bedeutung der Citizen Science, also Bürgerinnen- und Bürgerwissenschaften beispielsweise, ist sehr, sehr groß. Und es ist eben gerade so wichtig, dass wir nicht nur Wirtschaft und Wissenschaft sehen, sondern auch Gesellschaft. Und dass Gesellschaft sich eben auch selber einbringen kann und einbringen möchte in Wissenschaft, in die Generierung auch von Forschungsergebnissen. Da gibt es ganz großartige Beispiele. Der Mückenatlas ist einer von vielen. Aber auch sonst ist es ganz, ganz wichtig, dass wir von klein auf die Kinder, die Jugendlichen und eben auch ein Leben lang alle Menschen in Forschungsprozessen beteiligen, die da Bock drauf haben. Und das wäre auch ein starker grüner Akzent in einer hoffentlich grünen Bundesregierung. Denn 16 Jahre CDU-geführte Bundesbildungs- und Forschungsministerien, das sind eigentlich 16 Jahre zu viel. Und wir wollen als Grüne den Fachkräftemangel bekämpfen. Und vielleicht sollten wir dann am Kabinettstisch damit anfangen. Da ist der Fachkräftemangel nämlich ziemlich groß. Danke. Vielen Dank, Kai. Dann kommen wir nun zur nächsten Kandidatur, die uns, wenn ich das richtig sehe, digital zugehen wird. Als nächster Kandidat kann sich jetzt Klaus Michael vorstellen und wir warten einen Moment, ob wir das von der Technik entsprechend umgesetzt bekommen. Hallo Klaus. Hallo. Auch du hast 5 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Ja. Okay, ich bin Klaus Michael aus Detmold, grüner Ratsherr hier. Ich bewerbe mich als Bundestagsabgeordneter, weil ich die nächsten 5 Jahre meines Lebens an der Energiewende im Teilbereich der Wärmewende mitwirken will. Ich bin Energieexperte, ich bin Energieberater, selbstständig seit 25 Jahren, Bausachverständiger nebenher, habe aber auch schon viel politische Erfahrung. Ich habe 1,5 Jahre in der Landtagsfraktion mitgearbeitet. Ich war 4 Jahre unter Joschka Fischer damals im hessischen Umweltministerium in der Energieabteilung. Dann war ich 5 Jahre kommunaler Energiebeauftragter in Detmold, wo wir damals die Niedrigenergie- und Passivhausbauweise eingeführt haben und die Sonne stark vorangebracht haben. Und jetzt bin ich seit 25 Jahren Inhaber des Niedrigenergieinstituts, wo wir eigentlich nur hocheffiziente Neubauten begleiten. Wir haben 2.500 tolle Neubauten begleitet, darunter über 400 Passivhäuser und ganz viele Altbausanierungen gemacht. Also ich bin einfach Bauexperte in dem Bereich Wärmewende, das also der am leichtesten umsetzbare Teil der Energiewende sein wird, ne? Die Verkehrswende ist schwieriger, die Industriewende ist auch schwieriger, auch wenn sehr nötig, ne? Aber die Wärmewende ist möglich. Und ich möchte in der nächsten Wahlperiode das Gebäudeenergiegesetz
komplett revidieren, dass wir wirklich nearly zero energy buildings hinkriegen, wie die EU es erwartet und was auch dem Stand der Technik heute entspricht. Ich möchte Photovoltaik zur Pflicht machen, nicht nur herbeisubventionieren. Ne? Und ich möchte auch, dass kommunale Energie- und Wärmekonzepte gemacht werden, die die ganzen Potenziale, die an Abwärme und Biomasse in den Orten vorhanden sind, ausschöpfen, wie es in Baden-Württemberg jetzt ja auch schon passiert. Ne? Ich glaube, dass ich der Bundestagsfraktion sehr viel Fachwissen einbringen kann und zum Gelingen dieser Ziele beitragen kann. Und ja, zu mir privat, ich bin 66 Jahre alt, ich bin ein freier Unternehmer und mir geht es hervorragend. Ich mache den Bundestagsjob nicht, weil ich Geld verdienen will. Im Gegenteil, der wird mich Geld kosten, aber ich mache ihn sehr gerne, weil ich die letzten Jahre meiner Berufstätigkeit, die nächsten 5 Jahre sind vorbei sein, schätze ich mal, ne, gerne fürs Gemeinwohl investieren will. Ich brauche nicht mehr Geld verdienen. Ne? Und ich habe die Hoffnung, dass wir einen Koalitionspartner finden, der uns zubilligt oder dem wir zubilligen dann in den Verhandlungen, dass wir wirklich eine radikale Bauwende und Wärmewende hinkriegen. Das ist das Klimaschutzpotenzial, was wir in 5 Jahren am intensivsten werden ausschöpfen können und da dürfen wir nicht zurückstehen. Und da braucht die Fraktion auch Leute, die sich auskennen. Sie hat schon einige, aber sie kann sicher noch ein paar mehr gebrauchen. Ne? Dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, dass ich in einem kleinen Passivhaus seit 25 Jahren wohne, das brauche ich, glaube ich, alles nicht erzählen. Ne? Ja, damit bin ich eigentlich schon fertig. Das ist mein Anliegen. Ich möchte als Fachidiot in diesem engen Bereich, den ich aber für den Klimaschutz für ganz wichtig halte, mitwirken und hoffe, dass immer dafür ein Mandat erteilt. Vielen Dank. Auch an dich gibt es mehrere Fragen, die der Vierrat jetzt wieder vorstellen wird. Genau. Lieber Klaus, für dich liegen 2 Fragen vor. Die erste Frage kommt von Philipp Schorn-Giesinger. Wie kann man Photovoltaik zur Pflicht machen, ohne die BürgerInnen zu entmündigen? Und die 2. Frage kommt von Christoph Kühl. Lieber Michael, hast du die Unterstützung deines Kreisverbandes? Ich möchte noch hinzufügen, soeben ist eine 3. reingekommen, doch wir waren jetzt, kurzen Moment. Ich habe mich hier nochmal abgesichert, die lese ich gerne auch noch vor. Die 3. Frage von Henrike Ahrens. Wie stehst du zum Dämmen mit Wärmedämmverbundsystem? Lieber Klaus, auch du hast 5 Minuten Zeit. Okay, erst die einfachste mit dem Kreisverband. Ich habe kein Votum bekommen, weil wir prominentere Kandidaten im Kreis hatten und auch noch haben, die es ja auch schon teilweise gewählt wurden. Ich habe aber die Empfehlung des Kreisverbandes und auch des Bezirksverbandes bekommen, so als Randempfehlung. Das muss hoffentlich genügen. Zum Frage, was war die erste nochmal bitte? Stichwort? Photovoltaik zur Pflicht machen ohne die BürgerInnen. Ja. Photovoltaik. Also wir haben heute im Baurecht ganz klar die Pflicht, dass Häuser nicht einstürzen dürfen. Das wird nicht von Wirtschaftlichkeit abhängig gemacht. Wir haben die Pflicht, dass Brandschutz gewährleistet sein muss. Und wir werden aus ökologischen Gründen auch die Pflicht brauchen, dass jemand Strom selber erzeugt auf seinen verfügbaren Dachflächen. Deswegen ist es meine Zielvorstellung, dass wir wirklich zu einer Solarpflicht für Dächer kommen, wobei der Bauherr sich überlegen kann, ob er thermische Solaranlagen oder Photovoltaik einbauen will. Das hängt je nachdem davon ab, was in dem Haus mehr oder weniger gebraucht wird. Industriegebäude und Schulen werden mehr Strom brauchen, Wohngebäude werden mehr Wärme brauchen. Ne? Aber Photovoltaik nur zu Hawaii zu subventionieren über EEG finde ich unangemessen. Ich möchte eine ganz klare Liberalisierung des Photovoltaikrechts, so einfach wie die Heizkostenabrechnung bei Heizungen funktioniert. Ein Hausbesitzer muss diese Anlagen bereitstellen, er muss den Strom im Haus verteilen und es gibt keine Gewinnerwartung mehr dabei. Es muss eine notwendige Mindestausrüstung eines Hauses sein. So, zum Thema Dämmung. Das ist ja in der Öffentlichkeit leider ein sehr umstrittenes Thema. Außendämmungen an einschaligen Mauerwerken sind die richtige Lösung. Und ob man sich für Styropor, Steinwolle, Holzweichfaserplatten, Zellulose oder was auch immer entscheidet, darf jeder ökologisch selber machen. Aber alles, was dämmt, reduziert den Heizenergieverbrauch und trägt zum Klimaschutz bei. Und alle Dämmstoffe, selbst die unerwünschtesten, also Styropor als einen der umstrittensten, haben eine so positive Energiebilanz, weil ihre Einsparungen, die sie erreichen, viel, viel höher sind als der Herstellungsenergieaufwand. Ne? Sodass man auch gegen die eigentlich nicht sein darf. Also wir beraten die Leute immer in Richtung ökologische Dämmstoffe, aber wir können nicht verhindern, wenn sie andere Dämmstoffe verwenden. Entscheidend ist, dass wir den Heizwärmebedarf runterkriegen, damit den Brennstoffverbrauch senken und damit die CO2-Emissionen senken. Das ist das Entscheidende, was wir hinkriegen müssen. Wir dürfen nicht sagen, ach nee, Dämmstoff mag ich nicht, ich heize lieber 5-mal so viel. Das können wir uns ökologisch nicht leisten. Auch nicht mit künftig sauberer Energien. Denn wir werden nicht so viel regenerativ haben für Verkehr und Heizen und andere Zwecke, dass wir sie beliebig vergeuden dürfen. Wir müssen die Rationalisierungspotenziale, die eingeführt sind, nutzen.
Und das Schöne an dem Wärmemarkt ist, dass alle Potenziale, die wir ausschöpfen wollen, verfügbar sind. Die Baustoffe sind verfügbar, die Techniken sind verfügbar, das ist alles erprobt, es muss nur auf den Markt erzwungen werden. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir den Bestandsschutz bei Altbauten kippen, dass wir Altbaueigentümern, die hinreichend Vermögen sind, abverlangen, dass sie ihren Altbau ökologisch sanieren und es nicht von ihrem Wirtschaftlichkeitsdenken abhängig machen, nach dem Motto, auch die Heizkosten zahlt jeder Mieter, ist mir doch egal. Ne? So viel dazu nochmal. Vielen Dank, Klaus. Dann kommen wir nun zum dritten Kandidaten, der sich auf Listenplatz 16 bewirbt. Das ist Johannes Preisner aus dem Kreisverband Frankfurt am Main. Auch hier dauert es jetzt einen kleinen Moment, bis wir Johannes im Bild haben. Da warten wir noch drauf. Ist noch Klaus. Johannes, hallo. Schön, dich zu sehen. Ja, auch du hast 5 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Und auch hier wieder die herzliche Bitte, wenn ihr Fragen an Johannes habt, dann stellt sie bitte während der Vorstellungsrede von Johannes. Ist jetzt schon los? Jetzt schon? Ja, bitte. Du hast das Wort. Okay. Ja, hallo, liebe Freundinnen und Freunde aus NRW. Vielen Dank für eure Gastfreundschaft. Es ist das PDF 88, da könnt ihr etwas Schriftliches über mich erfahren. Ja, ich fange an mit einem Satz, den habe ich der Bielefelder Leiterin der Laborschule zu verdanken. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Verschiedenheit nutzen. Und Verschiedenheit nutzen ist in meinem ganzen beruflichen Leben immer zur Prämisse für alles geworden. Unterschiede als Chance nutzen. Unterschiede kultureller Art, persönlicher Art, körperlicher Art, der Orientierung, der Verhaltensweisen, der Traditionen und Hintergründe. Und genau diese Verschiedenheit macht auch Bündnis 90 Die Grünen so unglaublich spannend. Wir hatten gestern einen ganz tollen Parteitag, eine unglaublich starke Liste. Und ich freue mich für euch hier heute kandidieren zu dürfen. Jetzt zu meinen politischen Schwerpunkten. Ich nenne einfach 1, 2 Herzensanliegen und wenn nachher noch mehr Zeit ist, mehr. Ich bin kein Fachpolitiker im eigentlichen Sinne. Ich bin mehr einer, der vorne auf dem Schiff guckt, was tut sich am Horizont. Und daraus leiten sich auch meine beiden Themen ab, die ich jetzt etwas prononcierter formulieren möchte. Ganz zentral und ein richtiges Herzensangelegenheit für mich ist globale Gerechtigkeit. Globale Gerechtigkeit ist ein unglaublicher Skandal, nämlich dadurch, dass sie nicht besteht. Wir haben einerseits die Klimakrise als fundamentale Herausforderung für alle Kontinente, alle Inseln, alle aber besonders betroffen sind auch in diesem Fall wieder die Armen, die Inseln im Indischen Ozean, die Küsten in Südostasien. Ich bin unglaublich interessiert daran, einen Dialog, eine Diskussion, einen Diskurs zu führen im Deutschen Bundestag darüber, dass eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt sich beteiligt an Ausgleich, an wirtschaftlichem, sozialen, humanen Ausgleich, dass wir eine Welt schaffen, in der es egal ist, woher ich komme, egal ist, wer ich bin und in der überall perspektivisch gleiche Lebenschancen bestehen müssen. Ich weiß, dass das nun sehr weit hinterm Horizont zu liegen scheint. Mit Klimakrise verbunden ist der immer noch bestehende Jahrhundertskandal, dass es hunderte von Millionen Menschen gibt, die Hunger leiden, die gestern Abend nicht wie wir an der Bar oder im Privaten oder sonst was den Abend ausklingen lassen konnten, sondern die nicht wissen, ob sie heute wieder satt werden. Dieses Thema treibt mich um, seit ich ein Jugendlicher war. Damals ging es im Zusammenhang um Rüstungspolitik. Martin Niemöller hat damals einen Satz formuliert, der sich in mich eingefressen hat, eingebrannt hat. Das ist ein moralischer Skandal, dass wir für Rüstung Geld ausgeben und die Menschen Hunger leiden. Das ist für mich immer noch so. Und ein zweites ganz wichtiges, großes Herzensthema für mich ist, wenn Platz ist in der Fraktion für diesen Arbeitsbereich, ist Europa. Europa, die Alten nannten das Mittelmeer Mare Nostrum, unser Meer. Unser Meer ist für mich unsere Oliven, unsere Zitronen, unser Strand,
aber auch im Hinblick auf Griechenland unsere Schulden. Und da wäre ich auch dafür, dass wir ganz klar formulieren, europäische Solidarität, wir gehören zusammen, we belong together like cats and dogs. Deshalb ein ganz kleinen Wunsch am Rande, noch nicht ganz realistisch ist, UK, come back, please. Okay, das ist einfach auch lebensgeschichtlich in mir verwurzelt. Die Mutter meiner Kinder ist in Kenia geboren. Wir selbst waren in Ghana, Tansania und Kenia in verschiedenen Krankenhäusern und so weiter. Das beschäftigt mich sehr. Ich rede normalerweise immer ohne Uhr, auch so auch jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich bekomme irgendwie ein Zeichen, 30 Sekunden. Wie viel Zeit ich noch habe. Dann könnte ich vielleicht das Verfassungspatriot ausbuchstabieren, was in meiner Bewerbung steht. Ein Wort von Jürgen Habermas und vor allem der zweite Teil dieses Begriffes, nämlich der Patriot, gilt ja gemeinhin als nicht so gut beleumundet. Aber in Verbindung mit unserem Grundgesetz, das die größten Freiheitsrechte ermöglicht, finde ich es einen ganz tollen Begriff, um auch gegen die Rechten zu argumentieren. Wir stehen für eine internationale, transkulturelle, multikulturelle, multiethnisch meinetwegen, finde ich ein bisschen kritisch. Da hat gestern Lador alles zugesagt. Rot heißt, ich muss zum Ende kommen. Liebe Leute, ich freue mich, für euch arbeiten zu dürfen und bin unglaublich gespannt, wie der Tag heute weitergeht für starke Grüne mit Baerbock, Habeck und uns allen. Tschüss. Vielen Dank, Johannes. An dich gibt es noch einige Fragen, die jetzt Firat losen und dann vorlesen wird. Lieber Johannes, es sind so einige Fragen eingegangen. Ich bin gerade dabei, die Fragen zu losen. Sobald das hier technisch weitergeht, wird es auch für uns, für die Versammlung hier weitergehen. Einen kurzen Moment noch, das haben wir hier gleich. Es ist eine ganze Reihe an Fragen eingegangen, deswegen musste ich immer wieder mal schauen, welche nun gelost sind. Die erste Frage kommt von Frederik Franz Hartmann. Kandidierst du auch für die Liste in Hessen und woher kommt die Motivation, NRW zu kandidieren? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage kommt von Simon Rock. Warum kandidierst du aus Hessen hier in NRW? Und die dritte Frage von Thies Wiemer. Warum kandidierst du in NRW und nicht in Hessen? Du hast auch für die Antwort 5 Minuten Zeit. Ja, das ist ja wunderbar, weil ich habe eigentlich nur eine Frage rausgehört und die muss ich natürlich erklären. Das ist logisch. Schade, dass Herr Giesinger nicht gefragt hat. Ich fand dessen Fragen immer sehr spannend. Also in Hessen war Ende Januar, am 20., 21. Januar etwa eine Landesmitgliederversammlung und ich habe es ganz schlicht verbaselt. Ich habe es natürlich mitbekommen, kriegt man ja Einladungen und Links und so etwas, aber ich hatte es für mich nicht auf dem Schirm. Ich habe es eigentlich auch erst später entschieden. Vor allem auch in den letzten Wochen, als die Pandemiekrise immer gruseliger wurde, habe ich gesagt, gut, ihr wollt wissen, warum NRW. NRW ist naheliegend. In NRW habe ich studiert, das steht in der PDF 88 drin. In NRW leben meine beiden, wenn man so sagen darf, Schwiegermütter. In NRW hätte ich auf eine Stelle 10, 15 Meldeadressen, wenn ich eine solche gebraucht hätte. Das ist einfach... Frankfurt, Köln ist eine Stunde. Ich brauche länger nach Kassel als nach Köln. Ich brauche sogar länger nach Fulda als nach Köln. Von daher sind wir Nachbarn. Und NRW hat ja eine große Tradition, ein großes Herz schon immer für Einwanderer gehabt. Ende des 19. Jahrhunderts kamen die Grabowskis und Libudas und Kostlowskis und haben unser Grubengold hat uns wieder hochgeholt, habe ich mal gehört. Und ich hatte einfach vermutet, Grün hat ein großes Herz, auch für Leute, die aus Frankfurt sind. Ich habe in Frankfurt ich war überhaupt nicht anwesend auf der Landesmitgliederversammlung. Und hatte dann aber den Impuls aufgrund der Krise im Moment, da müssen doch mal Leute den Mund aufmachen. Und ich hatte
habe, wenn ich jetzt noch anreden darf, einen Wunsch an Janosch und an Maria. Warum schaffen wir es nicht, die grünen Ministerinnen und Senatorinnen, die Fachpolitiker für Gesundheit sind, zusammenzubringen mit der Fraktionsspitze in Berlin, dass die sagen, hier, wir machen konkrete Politik, wir machen richtig gute Vorschläge und wir eiern nicht so rum wie die MPK, wie die Bundesregierung unglaublich schlecht performt. Ich glaube, da kämen wir wirklich nochmal in Vorlage. Das nur so als kleiner Wunsch. Ich würde mich jetzt gerne mit euch darüber unterhalten, live und in Farbe, warum das nicht geht oder was wir schon alles gemacht haben. Ja, meine Güte, was soll ich sagen? Ach so, zu Afrika gibt es noch viel zu sagen. Ich habe eine Patentochter in Sambia und so weiter. Aber und mich interessiert es auch politisch natürlich. Wenn Fachpolitik, dann internationale Zusammenarbeit, beispielsweise die Failed States am Horn von Afrika. In Somalia haben 20-30% der Kinder im Moment noch eine reguläre Schulbildung. Da wächst eine Gesellschaft heran, die seit 10 Jahren sind 70-80% der jungen Leute nicht mehr in die Schule gegangen. Das ist ein derartiger Skandal. Und hier international zu kooperieren, parlamentarisch, initiativ, auch die Kolleginnen und Kollegen in Berlin immer mal wieder auf diese globale Perspektive hinzuweisen, fände ich unglaublich wichtig und dafür stehe ich einfach. Das ist das, was ich sagen könnte und ich würde einfach unglaublich gern politisch arbeiten, das ist, glaube ich, klar geworden. Ich habe keine gelbe, keine rote Karte gesehen. Ich bedanke mich herzlich bei euch, dass ihr mich aufnehmt. Und ich bin in einer Stunde in Köln und in einer Stunde 15 in Düsseldorf, wenn ich sein darf. Okay? Vielen Dank, Johannes. Wir haben in der Zwischenzeit die Abstimmung vorbereiten können. Die ich jetzt eröffnen kann. Auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, euch zu entscheiden zwischen Kai Gehring aus dem Kreisverband Essen, Klaus Michael aus dem Kreisverband Lippe und Johannes Preisner aus dem Kreisverband Frankfurt am Main. Und ich eröffne hiermit die Abstimmung. So, da keine Fragen, keine weiteren Stimmen mehr hier auflaufen, sondern wir sehen, dass viele abgegeben haben, schließe ich jetzt die Abstimmung und wir bereiten das Ergebnis entsprechend vor. Gut, wir haben 276 abgegebene Stimmen. Das Quorum lag daher bei 139. Auf Kai Gehring entfielen 221 Stimmen, auf Klaus Michael 37 Stimmen und aus Johannes Preisner 5 Stimmen bei 9 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Kai ist damit gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Kai, nimmst du die Wahl an?
Ich bedanke mich herzlich für eure Unterstützung. Ich nehme die Wahl sehr gerne an. Ich werde weiter mein Bestes geben, weil ich weiß, dass es ein großes Privileg ist, für Bündnis 90 Die Grünen Mitglied im Deutschen Bundestag zu sein. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch. Vielen Dank, Kai. Dann können wir direkt weitergehen zur Wahl des Listenplatzes 17. Hier liegen uns Kandidaturen vor von Sarah Nanni aus dem Kreisverband Düsseldorf und Maria Nisturiu aus dem Kreisverband Düren. Gibt es weitere Kandidaturen für den Listenplatz 17? Es liegen keine weiteren Kandidaturen vor, sodass wir gleich mit der Vorstellung von Sarah Nanni beginnen können. Maria Nisturiu hatte gestern schon die Gelegenheit, sich vorzustellen und erhält dann die Möglichkeit, sich nochmal für eine Minute in Erinnerung zu rufen. Sarah, du hast 5 Minuten das Wort. Auch hier wird dir die herzliche Bitte, die Fragen während der Rede von Sarah zu stellen. Liebe Freundin, mein Name ist Sarah Nanni, ich bin 33 Jahre alt, ich lebe und arbeite in Düsseldorf und ich trete heute mit dem ersten offenen Votum aus Niederrhein-Wuppa an. Aufgewachsen bin ich im Ruhrgebiet. Meine beiden Opas sind nach NRW zum Arbeiten gekommen, der eine aus Bayern, der andere aus der Toskana. Aber viel mehr geprägt haben mich die Frauen in meiner Familie. Sie waren Schneiderin, Gastronomin, Kleinunternehmerin. Sie haben mir gezeigt, wie Frauen alles tun und alles sein können, wenn sie nicht einfach den Platz einnehmen, den andere ihnen zuweisen. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, diese Woche musste ich an sie denken am Dienstag, als von der Leyen und Charles Michel in Ankara waren und ihm der Platz auf dem Stuhl, ihr aber nur das Sofa angeboten wurde. Es wurde schon sehr viel über diese Posse geredet. Lasst mich nur noch eins hinzufügen. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass sowohl Michel als auch Ursula von der Leyen endlich verstanden haben, dass der Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention sich nicht nur gegen die Frauen in der Türkei richtet, sondern gegen alle, die sich dem Patriarchat nicht unterwerfen wollen. Vor 20 Jahren habe ich angefangen, mich kommunalpolitisch zu engagieren und damals hätte ich mir niemals zugetraut, Politikerin zu werden. Erst recht nicht Außenpolitikerin. Es geht schnell um Leben und Tod. Es gibt unzählige AkteurInnen, Zielkonflikte und Zwänge. Und auch die Grünen haben eine sehr bewegte Geschichte in der Außenpolitik. Die Spannungen, die es damals bei uns gab, die kenne ich, anders als einige von euch, nur aus Erzählungen. Aber ich war dabei, als wir uns als Partei auf den Weg gemacht haben, diese Spannung in eine konkrete Haltung, in eine neue Politik zu verwandeln. Ich war 4 Jahre lang Sprecherin der BAG Frieden und Internationales. Ich habe in der Impulsgruppe zum Grundsatzprogramm mitgearbeitet und ich bin immer noch engagiert im Forum Neue Sicherheitspolitik der Böll Stiftung. Und ja, es gibt zu diesen Themen bei uns häufig Streit. Aber ich habe in den letzten Jahren auch gelernt, dass wir uns mit sehr vielem sehr einig sind und dass wir uns vor allem auch von den anderen unterscheiden. Für uns Grüne ist Sicherheit immer menschliche Sicherheit. Das heißt Flucht, Gewalt, Folter, Vertreibung, Sexismus, Rassismus, all das ist Teil von Sicherheitspolitik. Erdogan, Trump, Putin, ihre Art, unsere Welt in Unsicherheit zu bringen, ist für uns Grüne nur Ansporn, noch stärker für eine feministische Außenpolitik zu kämpfen. Und wir denken Frauen und marginalisierte Gruppen immer mit. Denn wir wissen, das Patriarchat macht im Krieg keine Pause. Und, liebe Freundinnen und Freunde, Außenpolitik ist für uns auch immer Europapolitik. Wir sind uns sicher, nur eine EU, die zusammensteht, aber vor allem auch ihre Werte im Inneren verteidigt, hat überhaupt eine Chance, einen positiven Einfluss in der Welt zu nehmen. Und deshalb kämpfen wir diesen Herbst auch für Europa, für einen Regierungswechsel in Berlin. Und dafür braucht es eben auch EuropäerInnen im Bundestag. Und, liebe Freundinnen und Freunde,
Diesen Mittwoch jährte sich der Beginn des Völkermords in Ruanda. Und die Erinnerung daran, die wiegt bleischwer. Massenverbrechen erschüttern immer wieder unsere Menschheit. Aber als Friedens- und Konfliktforscherin kann ich euch sagen, wir sind dem nicht hilflos ausgesetzt. Massenverbrechen können verhindert werden, wenn sich Staaten zusammentun und ihre Institutionen darauf ausrichten. Dann ist Prävention möglich. Und wir Grünen haben da in der Vergangenheit schon viel auf die Schiene gebracht. Für mich heißt es jetzt, hier weitermachen, weitermachen. Prävention muss endlich wieder gestärkt werden. Und last but not least, lass mich noch eins sagen, der Einsatz von Gewalt, der ist für uns Grüne immer die Ultima Ratio. Und uns ist auch klar, dass eine militärische Intervention ohne eine Strategie für eine politische Lösung des Konflikts einfach nicht akzeptabel ist. Das haben mittlerweile auch die Ministerien in Berlin verstanden. Mein Eindruck ist, die Politik hinkt auch an dieser Stelle noch ganz stark hinterher. Und, liebe Freundinnen und Freunde, dafür brauchen wir den Regierungswechsel, dafür brauchen wir starke Grüne im Bund. Ich will, dass auch in der Außenpolitik die Grünen ab diesem Herbst den Unterschied machen. Und dafür bitte ich um eure Unterstützung auf diesem Listenplatz. Vielen Dank, Sarah. Auch an dich liegen Fragen vor, die wiederum Vierrad vorträgt. Genau. Liebe Sarah, die erste Frage ist von Martina Lila Oblong. Und zwar, wie schätzt wahrscheinlich, also ich lese jetzt mal vor, wie es hier steht, wie schätzt die Aggressivität Russlands in der Ostukraine ein? Also wahrscheinlich, wie schätzt du die Aggressivität in Russlands in der Ostukraine ein? Und die zweite Frage war von Philipp Schorn-Giesinger. Welche konkreten friedenspolitischen Initiativen brennen dir persönlich unter den Nägeln? Und jetzt soeben ist wieder eine dritte Frage reingekommen von Björn Krumminger. Wie können wir den staatlichen Waffenhandel reglementieren? Das sind die drei Fragen an dich. Du hast 5 Minuten dafür Zeit. Kannst du noch mal sagen, wer die letzte Frage gestellt hat? Ja, von Björn Krumminger. Vielen Dank für eure Fragen. Zunächst zu Martina. Ich habe das mit großer Sorge betrachtet. Der Truppenauflauf an der Grenze zur Ukraine beunruhigt mich sehr. Und bei Putin muss man wissen, dass er auch mit solchen Dingen immer spielt. Aber schnell wird aus dem Spiel eben auch ernst. Und ich wünsche mir sehr, dass die EU an dieser Stelle ganz klar ist. Und ich habe mich auch darüber gefreut, dass die USA an dieser Stelle ganz klar waren, dass man eine weitere Einschränkung der territorialen Integrität der Ukraine nicht dulden wird. Und glaubt mir, es fällt mir gar nicht so leicht, das zu sagen, weil ich auch weiß, welche Eskalationsmöglichkeiten damit verbunden sind, wenn man hier so eine deutliche Sprache findet. Zur zweiten Frage, welche konkreten Initiativen sind das? Also zwei Projekte, die mir besonders am Herzen liegen, ist einerseits die innere Führung in der Bundeswehr. Das ist sehr nischig bei den Grünen, aber wir haben das erlebt in der Vergangenheit. Rechtsextremismus ist ein Problem in Teilen der Bundeswehr. Das ist ein Sicherheitsproblem auch für unsere Gesellschaft. Das ist was, wo ich sozusagen auch aus einer friedenspolitischen Perspektive, ne, wir brauchen eine demokratische Armee, die in der DemokratInnen ihren Dienst tun, der ich mich sehr verpflichtet fühle. Und das Zweite ist, wie schon angesprochen, den Bereich der Prävention. Da nur ein Beispiel. Wir haben zurzeit auf der europäischen Ebene einen Prozess, der nennt sich Strategischer Kompass. Da gab es jetzt eine Bedrohungsanalyse, die ist auch abgeschlossen, die wird aber unter Verschluss gehalten, wovon wir uns jetzt in der EU bedroht fühlen. Und da soll es einen Prozess geben, wie mit welchen Fähigkeiten wir sozusagen den Bedrohungen, die da genannt werden, entgegnen wollen. Und was mich total schockiert hat, auch gerade als Grüne, ist, dass da Sicherheitspolitik wieder total eng gedacht wird. Das heißt, Bedrohungen sind sozusagen, gehen tendenziell von Staaten aus oder richten sich auch gegen Staaten und eben nicht gegen Menschen. Und bestimmte Dinge, die wir als Grüne immer wieder anschauen, Menschenrechtsverletzungen und so weiter, werden da gar nicht großartig thematisiert, soweit man das weiß aus den Zusammenfassung. Und das wäre mir ein großes Anliegen, den Sicherheitsbegriff insofern zu erweitern, dass eben menschliche Sicherheit ins Zentrum rückt und wir wegkommen von dieser reinen Betrachtung der staatlichen Sicherheit, weil das eben häufig dann doch auch im Konflikt ist und
für uns Grüne klar ist, auf welche Seite wir das auflösen. Und zur dritten Frage von Björn. Rüstungsexporte in Deutschland sind staatlich reguliert. Man braucht für jeden Export von Rüstungsgütern oder Kriegswaffen eine Genehmigung. Die wird von der BAFA ausgestellt. Ich halte einige der Genehmigungen heute schon für zumindest fragwürdig, was ihre Legalität angibt. Es gibt aber keine Möglichkeit, diese Genehmigung im Nachhinein als rechtswidrig sozusagen zu kennzeichnen, weil man eben nicht dagegen klagen kann, wenn zum Beispiel Panzer nach Saudi-Arabien geliefert werden und man dann davon ausgeht, dass das die Kriegssituation im Jemen verschlechtert, dann gibt es zurzeit, und das ist das Krasse, keine Möglichkeit, festzustellen, dass dieser Verwaltungsakt der Genehmigung rechtswidrig war. Und deshalb brauchen wir ein Verbandsklagerecht, damit endlich die rechtlichen Grundlagen, die schon da sind im Rüstungsexportbereich, auch umgesetzt werden können und man da gegen Exporte, die heute schon meiner Meinung nach illegal sind im Endeffekt, dass man die auch weiter einschränkt. Die Rechtsgrundlage ist aber grundsätzlich ganz gut, die Praxis ist halt fatal. Vielen Dank. Dann können wir nun weitermachen mit Maria Nistoriou aus dem Kreisverband Düren. Maria hat sich gestern bereits vorgestellt, erhält aber, weil die Nacht dazwischen lag, sozusagen noch einmal die Gelegenheit, sich für eine Minute in Erinnerung zu rufen. Maria wird das digital tun, sodass wir wiederum warten, bis wir sie hier sehen. Maria, hallo. Du hast eine Minute. Hallo. Ja, vielen Dank. Ich heiße Maria Nistoriou. Ich habe doppelte Staatsbürgerschaft Deutsch und Rumänisch. Vom Beruf bin ich Diplom-Ökonomin. Ich habe Kybernetik, Statistik und Wirtschaft, Informatik in Rumänien studiert und in Deutschland den Abschluss anerkannt bekommen. In Deutschland habe ich im Jahre 2000, 2003 als Wirtschaftsinformatikerin mit sehr viel Erfolg in eine innovative Firma und dann in einen Konzern, wo ich Assistentin für Forschung und Entwicklung eine Stelle besitzt habe, gearbeitet. Ich habe gearbeitet, wann die Internet ganz am Anfang war. Ich engagiere mich politisch auf der Bundestag-Ebene, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Technologie im Internet sehr rasant, gewaltig sogar eingestiegen ist. Was sehr gut finde ich als Ökonomin, ich schätze ganz viel, ganz gut, aber leider die Moral, wie auch immer, ist hintergeblieben und die Gesetzgeber hat nicht geschafft, die Schritt gemäß diese sehr rasante hohe Technologie zu halten. Kommst du bitte ich werde zum Schluss? Mich, ja. Vielen Dank, ich werde Maria. Mich in den Bundestag engagieren, ein neues Gesetz zu haben, die Digitalisierung entspricht. Außerdem engagiere ich mich als Frau in die Politik, weil viele Frauen sehr gute, wertvolle Ideen haben und lieben die Frieden vielleicht mehr. Vielen Dank, Maria. Vielen Dank. Ich freue mich auf Ihre Und wir haben in der Zwischenzeit die Abstimmung vorbereitet. Ihr habt die Auswahl zwischen Sarah Nanni und Maria Nistoriou. Und ich eröffne hiermit die Abstimmung. Wir warten gerade darauf, dass noch weitere Stimmen eingehen. Einige wenige fehlen noch.
Und damit schließe ich den Wahlgang und wir bereiten das Ergebnis auf, um es euch jetzt gleich zu präsentieren. Es wurden 273 Stimmen abgegeben. Das Quorum liegt daher bei 137. Auf Sarah entfielen 257 Stimmen, auf Maria 5 Stimmen bei 8 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Entschuldigung bitte. Sarah, du bist gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Nimmst du die Wahl an? Okay, krass, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Dankeschön für das Ergebnis, es freut mich wirklich total und lasst uns einen coolen Wahlkampf machen und wenn ihr mal was machen wollt zu Frieden und Sicherheitspolitik, dann ladet mich gerne ein. Ich kann auch Düsseldorf ab und zu mal verlassen. Genau, schönen Tag euch allen noch, Dankeschön. Vielen Dank. Dann starten wir direkt weiter mit dem, machen wir direkt weiter mit dem Platz 18. Hier liegen uns 3 Kandidaturen vor: von Mike Außendorf aus dem Rhein-Berg-Kreis, von Markus Kurt aus dem KV Dortmund und Klaus Michael aus dem KV Detmold. Auch hier frage ich wieder: Gibt es weitere Kandidaturen für den Platz 18? Uns wird mitgeteilt, dass es keine weiteren Kandidaturen gibt, sodass wir direkt in die Vorstellung der Kandidaten einsteigen können. Als erster Redner hat Mike Außendorf das Wort, den ich jetzt ans Rednerpult bitte. Mike, auch du hast 5 Minuten und auch hier wieder die Bitte, eure Fragen während der Rede von Mike zu stellen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Mike Außendorf aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Kurz zu meiner Person. Ich habe Mathematik und Informatik studiert und mich früh in meiner Diplomarbeit mit künstlichen neuronalen Netzen, also künstlicher Intelligenz, auseinandergesetzt. Ich bin seit 20 Jahren oder über 20 Jahren in der IT-Branche tätig, seit 2004 selbstständig mit eigenen Firmengründungen und in der Open-Source-Community international vernetzt. Parteipolitisch bin ich bei den Grünen seit 2009 aktiv, hauptsächlich in der Stadtratsfraktion in Bergisch Gladbach. Wir haben es bei den letzten Wahlen geschafft, mit einem Superergebnis von 28,7% eine jahrzehntelange CDU-Vorherrschaft abzulösen. Und wir sind jetzt stärkste Fraktion in einer Ampelkoalition. Und als Co-Fraktionsvorsitzender macht es mir mächtig Spaß, jetzt endlich dort grüne Politik umzusetzen. Und jetzt möchte ich aber einen Schritt weitergehen und die Erfahrung aus dem beruflichen Hintergrund und dem politischen Hintergrund in den Bundestag einbringen. Denn wir haben ganz zentrale Herausforderungen vor uns liegen. Das ist vor allem die Bewältigung der Klimakrise, das 1,5-Grad-Ziel, Artenvielfalt, soziale Gerechtigkeit und vor allem der Schutz der offenen Gesellschaft. All dies funktioniert nur, wenn wir es schaffen, die Menschen mitzunehmen, auch unseren Wohlstand zu bewahren. Und dazu braucht es eine grüne Wirtschaftspolitik. Die muss viel mehr an kleinen, mittelständischen Unternehmen orientiert sein als an großen Konzernen. Denn das ist auch eine Voraussetzung, um wieder regional mehr zu wirtschaften. Gestern hat Katharina schon ausführlich den Klimapakt für die Wirtschaft vorgestellt. Deswegen möchte ich da an der Stelle nicht tiefer darauf eingehen, sondern auf mein Thema kommen, auf Digitalisierung, denn die ändert vieles radikal und disruptiv, nicht nur in der Wirtschaft, dort aber ganz besonders. Wenn wir mal ins letzte Jahrhundert zurückschauen, da galt, was die Lohnentwicklung anbelangte, eine ganz einfache Formel. Mehr Produktivität in den Unternehmen führte automatisch zu höheren Löhnen. Diese Formel gilt heute nicht mehr. Wenn wir uns vorstellen, dass wir eine Fabrik haben, in der wir einen Automatisierungsgrad von annähernd 100% erreicht haben, dann werden da irgendwann gar keine Löhne mehr gezahlt, sondern nur noch Dividenden an die Aktionäre. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und wir müssen es schaffen, diese Digitalisierungsdividende für uns nutzbar zu machen. Gestern hat Robert in seinem Grußwort angesprochen, dass riesige Investitionsaufgaben vor uns liegen, dass wir dafür gigantische Geldmittel brauchen und deswegen auch eine flexiblere Schuldenbremse. Das ist richtig, aber ich denke, wir müssen auch die Digitalisierungsrendite mobilisieren, um diese Zukunftsaufgaben, Investitionen in unsere Infrastruktur, aber auch personalintensive, vor allen Dingen soziale Aufgaben zu finanzieren. Zur Digitalisierung gehört auch
der Ausbau der Infrastruktur. Und wenn wir da gucken, was diese Bundesregierung geleistet hat, ist das einfach eine einzige Katastrophe. Schauen wir mal, was ist zu Lande passiert. Es gibt eine Breitbandförderung, die völlige Fehlanreize liefert, die dazu führt, dass beispielsweise Friedhofskapellen mit Glasfaser angebunden werden, die Schulen aber hinten runterfallen oder viel zu spät kommen. Nicht besser sieht es in der Luft aus. Der 5G-Ausbau, das schnelle Mobilfunknetz, was wir verschiedene Projekte brauchen, hat durch eine völlig verkorkste Ausschreibung dazu geführt, dass die Flächendeckung nicht erfolgt ist und wir da jetzt am Ende politisch nachbessern müssen. Jetzt könnte man sagen, na gut, diese Bundesregierung, für die ist Internet ja auch wirklich Neuland, sagen wir mal ein bisschen nachsichtig und schauen wir mal, was haben die denn analog gemacht, schauen wir mal, was ist zu Wasser passiert. Da gibt es ein Segelschiff, was der Bundesmarine gehört und nicht mal das kriegen die hin, zu renovieren und instand zu setzen und am Ende bauen sie sogar noch illegal gefälltes Teakholz ein. Es wird wirklich Zeit, dass wir diese Regierung ablösen und wir uns um den Ausbau der Infrastrukturen in diesem Land kümmern können. Ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit Digitalisierung ist aber auch die Datensouveränität. Wir Nutzerinnen und Nutzer müssen die Hoheit darüber haben, was mit unseren Daten geschieht. Und das gilt auch für die Unternehmen. Und da sehe ich in großen und kleinen Konzernen einen sehr bedenklichen Trend, nämlich den Trend dazu, Daten in die Cloud auszulagern und zwar hauptsächlich großen amerikanischen Anbietern anzudienen und sich damit in eine große Abhängigkeit zu begeben. Da gibt es eine Antwort, die heißt Gaia-X. Das ist das europäische Projekt, um auf Open-Source-Mitteln basierend eine Cloud-Infrastruktur deutschen Nutzerinnen und Unternehmern zur Verfügung zu stellen, um eben aus dieser Abhängigkeit zu kommen. Jetzt möchte ich noch kurz auf ein anderes Thema eingehen. Das hängt eng mit Datensouveränität und Freiheitsrechten zusammen, denn das stößt mir wirklich bitter auf, dass ausgerechnet rechtsextreme sogenannte Querdenker und Corona-Leugner unter dem Deckmantel der Freiheit demonstrieren, dabei Infektionen in Kauf nehmen und vor allem Verschwörungstheorien verbreiten und damit der Demokratie insgesamt schaden. Denn es gibt viel zu kritisieren an dem Corona-Missmanagement. Das haben Janosch und andere gestern schon getan. Aber wir müssen das demokratisch tun. Wir müssen vor allem darauf achten, die Rolle der Parlamente zu stärken und die Freiheitsrechte auch schnellstmöglich wieder in Gang zu setzen. Ich komme zum Schluss. Wir haben als Grüne alle Dimensionen ökologisch, sozial, wirtschaftlich und auch die offene und freie Gesellschaft im Blick, um die Zukunftsaufgaben anzugehen. Wir haben auch die Verpflichtung dazu. Dafür kämpfen wir. Alles ist drin. Vielen Dank, Mike. Es liegen Fragen an dich vor, die wie gewohnt Virat vorstellen wird. Lieber Mike, zum jetzigen Zeitpunkt liegen 3 Fragen vor. Die erste Frage ist von Angelika Botz. Mike, was meinst du damit? Wir wollen unseren Wohlstand sichern. Es geht noch weiter. Es gab eine Verschiebung hier im Bildschirm. Was meinst du damit? Wir wollen unseren Wohlstand sichern. Kann das eine Perspektive für die Zukunft sein? Müssten wir uns nicht um mehr soziale Gerechtigkeit kümmern? Vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden. Das ist die erste Frage von Angelika Botz. Die zweite Frage war von Philipp Schorn-Giesinger. Wie kann uns Open Source konkret bei der Lösung heutiger und zukünftiger Probleme helfen? Und die dritte Frage von Fabian Müller. Mike, wie kann die Digitalisierung konkret zu CO2-Einsparungen führen? Auch okay. Du hast jetzt hier 5 Minuten. Okay, danke. Ja, Angelika, mir ging es darum, dass wir die Menschen mitnehmen müssen. Wir müssen, wenn wir unsere Klimaschutzkonzepte umsetzen wollen, Mehrheiten dafür bekommen. Und es ist einfach eine weit verbreitete Sorge in diesem Land. Und der politische Gegner tut ja auch alles, um das zu befeuern, dass wir uns Klimaschutz gar nicht leisten können und dass das die Ärmsten trifft. Das ist aber eben nicht der Fall. Wir sorgen ja mit unserer Politik dafür, und der Klimapakt für die Wirtschaft spricht das ja genau an, dass die Transformation zu einer CO2-neutralen und nachhaltigen Wirtschaft eben nicht dazu führen muss, dass wir große Abstriche bei unserem Lebensstandard hinnehmen müssen. Es wird sicherlich Veränderungen geben und es ist natürlich auch die Frage, muss ich 3-mal im Jahr in den Urlaub fliegen oder kann ich vielleicht auch ins Sauerland fahren? Aber insgesamt geht es darum, diesen Wohlstand zu sichern, die Menschen mitzunehmen und natürlich auch mit sozialer Gerechtigkeit versehen. Nur mit sozialer Garantie kann man Klimaschutz machen und da sind ja auch unsere Konzepte wie zum Beispiel das Energiegeld für gedacht. Die Frage von Philipp, wie kann Open Source bei konkreten Problemen helfen? Das ist beispielsweise so, dass Kommunen eigene Software entwickeln und das dann aber teilweise jede Kommune für sich selber macht, dann verschwindet die oder wird genutzt. In dem Augenblick, wo die Kommunen Eigenentwicklung oder auch andere Behörden Eigenentwicklung zur freien Verfügung stellen, können andere wieder davon partizipieren. Das ist das Grundprinzip von Open Source und das spart natürlich auch mächtig Kosten ein. Die dritte Frage, Digitalisierung und CO2-Einsparungen.
Das ist ein super spannendes Thema, da gibt es viele Beispiele. Ich fange mal an mit einem aus dem Bereich Mobilität. Ich war am letzten Wochenende zu Besuch in Hiltrup und war ganz überrascht, da kam mir in der Straße ins Wohngebiet, durch die ich sonst schon mal zu Fuß gehe, wenn ich zur Bushaltestelle an der Hauptstraße muss, ein kleiner Bus entgegen von den Stadtwerken Münster, da stand drauf, Nahverkehr auf Nachfrage. Das heißt, da ist ein On-Demand-Bus, den ich als Benutzerin bestellen kann über die App. Ich möchte von da nach da und dieser Bus fährt eben virtuelle Haltestellen ab und automatisch wird die Route angepasst an die Nachfrage. Und das ist ein super Konzept, nicht nur für den vorstädtischen Raum, sondern natürlich auch für den ländlichen Raum, wo nur zweimal am Tag vielleicht ein Bus kommt. Damit lässt sich einiges erreichen, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Ein anderes Beispiel in der Landwirtschaft. Wir haben das Problem, dass wir nicht nur bei uns, sondern auch woanders zunehmend mit Wasserknappheit zu tun haben werden. Es gibt da erste Konzepte, um einzelne Pflanzen punktgenau zu bewässern, automatisch berechnet, wie viel das sein muss, abhängig von Wetterdaten, teilweise sogar unter Einsatz von Drohnen. Das ist ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Ein drittes Beispiel, die Energiewende wird ohne Digitalisierung nicht funktionieren. Wir haben die Situation, wenn wir ein einzelnes Windrad haben oder auch eine einzelne Photovoltaikanlage, dann ist es sehr schwankend, was oder als Ergebnis rauskommt. In dem Augenblick aber, wo wir mehrere oder viele einzelne Installationen zusammenfassen und durch Informationstechnik auswerten, können wir es schaffen, viel verlässlicher Strom zu liefern, einfach durch die regionalen Unterschiede, dass an der einen Ecke der Wind weht, in der anderen Ecke die Sonne scheint. In der Summe kommt dann genug Energie zusammen und das kann man durch sogenannte virtuelle Kraftwerke berechnen. Noch eingängiger ist das Beispiel eigentlich bei Batterien, denn das ist ja ein Riesenproblem der Energiewende, dass wir Speicher brauchen. Zunehmend werden Speicher in Häusern installiert, Batteriespeichern, um den Strom, den die Photovoltaikanlage tagsüber produziert, auch abends und nachts nutzbar zu machen. Im Winterhalbjahr nachts werden diese Batterien nicht genutzt. Es gibt inzwischen schon erste Anbieter am Markt, die diese verteilten Batterien dafür nutzen, im Winter den überschüssigen Windstrom dort einzuspeisen und bei Bedarf auch wieder freizugeben. Und das kann man natürlich noch weiterdenken, wenn wir uns anschauen, die meisten Elektroautos, ich lade meins immer nur zu 80%, weil es ist am besten für den Akku, die sind aber auch netzwerkfähig. Und wenn wir diese Speicherkapazität zumindest zu einem gewissen Bereich nutzen, um nachts Windstrom aufzunehmen, dann kann das auch schon wieder ein Riesenbeitrag zur Energiewende sein. Und das alles geht nur mit Digitalisierung. Vielen Dank, Mike. Dann machen wir jetzt weiter mit der Vorstellung von Markus Kurt, der sich ebenfalls analog vorstellen wird. Klaus Michael hat in der Zwischenzeit seine Kandidatur für den Listenplatz 18 zurückgezogen. Und ich möchte noch einmal mich bei allen Detmolderinnen und Detmoldern entschuldigen, dass ich die Hoffnung geweckt habe, sie wären kreisfreie Stadt. Das ist natürlich nicht der Fall. Klaus Michael gehört zum KV Lippe. Wir kommen jetzt aber erstmal zu Markus. Markus, auch du hast 5 Minuten Zeit, um sich vorzustellen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir leben am Anfang eines Jahrhunderts der Erschütterungen. Die Erde brennt, so viele Menschen wie nie zuvor müssen sich eine neue Heimat suchen. Nicht erst die Corona-Krise gibt uns den Anschein, dass der Ausnahmezustand die neue Normalität darstellt. Massive Veränderungen ereignen sich. Der demografische Wandel, die Digitalisierung, das Artensterben und die Klimaerhitzung natürlich. Diese tektonischen Verschiebungen und der Übergang in eine neue grüne Epoche werden ganze Wirtschaftsbranchen fundamental verändern. Mit diesem Wandel geht eine Verunsicherung der Mittelschicht einher, während sich Armut dort zu verfestigen droht, wo sie schon immer ohnehin war. Und dies betrifft alle, wirklich alle Bevölkerungsgruppen, nicht nur Einzelne. Aber wir haben es als Gesellschaft in der Hand, wie wir mit den Bruchstellen umgehen. Die große sozialökologische Transformation ist kein Naturereignis. Unsere historische Aufgabe als Bündnis 90 Die Grünen ist es nicht nur, das Leben auf diesem Planeten zu retten. Nein, es kommt genauso darauf an, allen Menschen eine Lebensperspektive jenseits des Hier und Heute ganz praktisch zu ermöglichen. Niemand darf im Wandel an den Rand gedrängt werden.
Kein Mensch soll an den Strukturbrüchen selbst zerbrechen müssen. Ich gehe sogar so weit, zu sagen, dass dies die Voraussetzung dafür ist, unsere planetarische Mission zu erfüllen. Und das heißt, wenn wir die breite Mitte der Gesellschaft nicht mitnehmen, ihr nicht neue Jobperspektiven, neue Qualifizierungen, Sicherheit für Alter und Pflege bieten, werden wir die große Gelegenheit, Regierungshandeln zu bestimmen, schnell wieder verspielen. Und das darf nicht passieren, denn das, was wir aus schierer existenzieller Notwendigkeit erreichen müssen, können wir nicht alleine in 4 Jahren erreichen. Und dies bedeutet, die großen sozialen Sicherungssysteme, und das sind Renten, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, sind massiv zu stärken. Über diese sind 3/4 der Bevölkerung abgesichert. Und bei allen Unzulänglichkeiten haben sie in der Corona-Krise auch ihre Stärken gezeigt. Manch eine Solo-Selbstständige, die jetzt ihre knappen Rücklagen für das Alter verbrauchen muss, würde den Wert einer Versicherung für Einnahmeausfälle schätzen, so wie es das Kurzarbeitergeld tut. Manch Freelancer sieht die gesetzliche Rentenversicherung heute viel positiver, wo seine Rentenansprüche insolvenzsicher aufgehoben sind. Die Weiterentwicklung der Sozialversicherung zu einer Bürgerversicherung in allen Bereichen ist mein großes Ziel. Die konzeptionelle Vorarbeit steht. Ich will unbedingt in der nächsten Wahlperiode die ersten Schritte gehen, zum Beispiel Selbstständige und Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Liebe Freundinnen und Freunde, uns fällt in dieser Zeit des Umbruchs eine neue Rolle zu. Die SPD als Arbeitnehmerinnenpartei des Industriezeitalters kann im sozialökologischen Umbau die Welt zwischen die Brücke zwischen der Welt von gestern und der Welt von morgen nicht bauen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie mehrheitlich immer noch die Illusion nährt, es gäbe irgendwie ein Zurück zu den Sicherheiten und Planbarkeiten der Welt, wie wir sie früher kannten. Doch zur Welt von gestern gibt es kein Zurück. Das ist keine einfache Botschaft. Wir wissen das. Aber wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen. Zur Eindämmung der Klimaerhitzung bleibt keine Zeit zu verschenken. Und der sozialen Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft, und zwar in ihrer Breite, kommt daher eine zentrale Bedeutung zu. Wir müssen allen die Angst vor dem schwankenden Boden der Zukunft nehmen, allen eine Absicherung anbieten können, die ihrer Lebenssituation entspricht und die sie als angemessen empfinden. Und deshalb müssen wir über die wirksame Armutsbekämpfung hinaus ein soziales Angebot für die Mittelschicht vertreten. Wir müssen die neue ArbeitnehmerInnen-Erwerbstätigenpartei des sozial-ökologischen Zeitalters werden. Keine politische Partei kann Klimaschutz und Soziales so gut zusammendenken wie wir. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte mit meiner Kandidatur das Angebot machen, mit viel politischer Erfahrung, auch Regierungserfahrung, den grünen Aufbruch sozial abzusichern. Dafür bitte ich euch um eure Stimme. Vielen Dank, Markus. Auch an dich liegt eine Frage vor. Genau, und zwar von Philipp Schorn-Giesinger. Wie können wir bei der Transformation zur Bürgerversicherung auch den BeamtInnen ein passendes Angebot machen? Ja, bei der gesetzlichen Krankenversicherung sind viele BeamtInnen und Beamte gut bedient oder besser sogar dabei mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Gerade Beamtinnen und Beamte, die nicht so viel Geld verdienen, die dann aber Kinder noch mitversichern müssen gegen Beiträge auch, wären in der gesetzlichen Krankenversicherung gut aufgehoben. Ich glaube, dass wir dort wirklich ein überzeugendes Angebot machen können, wenn wir eine Wahlfreiheit für Beamtinnen und Beamte ermöglichen. Ich denke, viel mehr, als man heutzutage meint, würden dann dort wechseln. Und in der gesetzlichen Rentenversicherung, die mich als rentenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion natürlich auch besonders interessiert, sehe ich natürlich, dass wir relativ lange Übergangsfristen benötigen werden. Und der Einbezug in die gesetzliche Rentenversicherung wird sicherlich auch mit einer Zusatzversorgung, im öffentlichen Dienst gibt es das ja auch heute schon, mit einer Zusatzversorgung auch für Beamtinnen und Beamte einhergehen müssen.
Aber ich plädiere dafür, in Schritten vorzugehen bei der Einführung der Bürgerversicherung, in der Rentenversicherung. Richtig bitter nötig, glaube ich, haben es die nicht anderweitig abgesicherten Selbstständigen, die nicht so viel Geld verdienen, aber auch die, die gut verdienen, erkennen den Wert der Rentenversicherung zunehmend. Das wäre dann der erste Schritt zusammen mit den Langzeitarbeitslosen und den Abgeordneten und den Minijobberinnen, dass die verpflichtend in der gesetzlichen Rentenversicherung sind. Ein zweiter Schritt wäre der Umbau, die Transformation der sogenannten Versorgungswerke, die nicht verschwinden müssten, aber die mehr in die Rolle einer Zusatzversorgung kämen. Und der dritte große Schritt, das wären die Beamtinnen und Beamte. Aber ich bin auch insoweit politischer Realist, muss ich sagen, die allermeisten Beamten sind von den Ländern angestellt, nicht vom Bund. Und dass 16 Bundesländer und ein koordiniertes Handeln eine schwierige, zuweilen diffizil üble Sache sind, sehen wir gerade bei der Bewältigung der Corona-Krise. Und darum, glaube ich, ist das noch ein ganz schön dickes Brett, was wir an dieser Stelle bohren müssen. Aber gleichwohl der Grundsatz, eine für alle, eine gemeinsame, solidarische Basis zu finden für diese wichtigen Bereiche der Absicherung für alle, das ist ein ganz zentrales Ziel und das vertreten wir seit vielen Jahren und wir haben jetzt zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit langem, kann man sagen, die große Chance, dem auch substanziell ein Stück näher zu kommen. Vielen Dank, Markus. Damit sind wir am Ende der Vorstellung des Listenplatzes 18 und bereiten die Abstimmung vor. Hierzu warten wir einen kurzen Moment, bis ich das Signal bekomme, dass ich eröffnen kann. Prima, damit eröffne ich jetzt die Abstimmung um Platz 18. Kurz noch ein Hinweis, wer das eben verpasst hat. Ursprünglich hatte sich auch Klaus Michael um den Listenplatz 18 beworben, der aber zwischenzeitlich seine Kandidatur für diesen Listenplatz zurückgezogen hat, sodass es korrekt ist, dass wir nun nur noch zwei Kandidaten zur Abstimmung haben. Wir schauen, es gehen eine Reihe von Stimmen gerade ein. Es läuft heute sehr geräuschlos und schnell, das freut uns. Trudelt immer nach und nach einige Stimmen ein. Ich kann vielleicht schon mal ankündigen, dass wir nach diesem Listenplatz eine kurze Pause machen von circa 5 Minuten, um uns und euch die Gelegenheit zu geben, einmal durchzuschnaufen. Die großartigen Übungen zu machen. Es kommen immer noch einige Stimmen an. Vielleicht kann ich zu eurer Orientierung sagen, dass wir zu 281 vergebene Stimmkarten haben. Also das wäre quasi eine 100%-Beteiligung, nur damit ihr auch einschätzen könnt, wenn wir gleich vorlesen, wie viele Delegierte sich aktuell an den Abstimmungen beteiligen. Gut, dann schließe ich jetzt den Wahlgang und wir werten einmal aus. Es wurden 276 Stimmen abgegeben, das Quorum liegt bei 139. Auf Mike Außendorf entfielen 141 Stimmen, auf Markus Kurt 129 Stimmen bei 2 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. Damit ist Mike Außendorf gewählt
Mike, herzlichen Glückwunsch auch an dich. Die Frage, nimmst du die Wahl an? Ja, danke, sehr gerne. Ich freue mich über das Vertrauen. Ich bedanke mich bei Markus für den fairen Wettbewerb und wünsche euch eine schöne Pause und einen spannenden Wahlkampf anschließend. Vielen Dank und wir verabschieden uns kurz in die Pause und sehen uns dann gleich frisch gestärkt wieder. 5 Minuten.
Genau, jetzt geht's hier in Düsseldorf auch schon wieder weiter. Auch ich begrüße euch und wir möchten auch schon jetzt in die Wahl des Platzes 19 einsteigen. Und für Platz 19, da liegen uns bereits Kandidaturen vor. Ihr könnt jetzt auch noch eure Kandidatur bekannt geben. Kandidaturen, die uns vorliegen, sind Shahina Gambier aus dem KV Minden. Sie ist hier vor Ort. Anne-Monika Spalleck, KV Coesfeld, sowie Maria Nistrojo aus dem KV Düren. Sie hatte sich ja bereits heute in Erinnerung gerufen und auch sie kandidiert für Platz 19. Wir warten noch einen kurzen Moment, falls es noch weitere KandidatInnen gibt, beziehungsweise KandidatInnen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, liebe Shahina, du hast 5 Minuten. Liebe FreundInnen, wann habt ihr euch das letzte Mal nach dem nächsten Notausgang umgesehen? Euch gefragt, ob er noch rechtzeitig erreicht werden kann? Ich weiß noch ganz genau, wann ich mir diese Fragen das letzte Mal gestellt habe. Es war am 20. Februar 2020, einen Tag nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Hanau. Ich war damals in der Mittagspause mit einem Freund verabredet. Wir haben uns in einem Restaurant getroffen und über den Anschlag gesprochen. Als wir das Thema wechselten, habe ich gemerkt, dass ich unkonzentriert wurde. Ich habe mich umgeschaut und mich gefragt, was mache ich, wenn jetzt ein Rechtsextremist ins Lokal stürmt und das Feuer eröffnet? Auf Menschen, die nicht in sein Weltbild passen. Ich war mir sicher, dass ich eines seiner Opfer sein würde und ich habe sofort überlegt, auf wen er in diesem Restaurant noch zielen würde. Mir ist dort klar geworden, dass ich nicht das Glück habe, mich im öffentlichen Raum sicher zu fühlen. Aber liebe Freundinnen und Freunde, es kann doch nicht eine Frage von Glück sein, ob man grundlegende Menschenrechte genießen darf. Habe ich Glück gehabt, weil meine Familie und ich es vor Jahren von Afghanistan nach Deutschland geschafft haben? Haben die vielen geflüchteten Menschen, die jetzt in Griechenland unter menschenunwürdigen Bedingungen ausharren müssen oder im Mittelmeer ertrinken, einfach nur Pech gehabt? Und selbst wenn sie in Deutschland ankommen, haben sie dann nicht das Anrecht auf die gleichen Privilegien und dieselben Chancen wie die Mehrheit der Gesellschaft? Kann es sein, dass in einem demokratischen Rechtsstaat Menschen gibt, die Angst haben müssen, aufgrund von Äußerlichkeiten benachteiligt, diskriminiert oder im schlimmsten Fall getötet zu werden? Wollen wir wirklich so zusammenleben? Nach allem, was in der letzten Zeit passiert ist, nach Moria, nach Hanau, Halle und nach dem NSU 2.0. Es wird immer so viel geredet und Solidarität bekundet. Es wird sich immer so viel empört. Passiert ist aber viel zu wenig. Eine Veränderung ist doch bis heute nicht spürbar. 16 Jahre unionsgeführte Innenministerien kommen hoffentlich diesen Herbst zu ihrem Ende. Die Verhinderung des Demokratiefördergesetzes und die Verweigerung einer Rassismusstudie bei der Polizei sind doch nur 2 Beispiele sicherheitspolitischen Versagens, allein in der letzten Legislaturperiode. Liebe Freundinnen, wir sind die Partei, die Vielfalt als Bereicherung versteht, für die Menschenrechte nicht nur eine Richtschnur sind, sondern Maßstab allen politischen Handelns. Wir müssen unsere Demokratie schützen und stärken. Dafür müssen wir diejenigen finanzielle Unterstützung zusichern, die tagtäglich die unerlässliche Präventionsarbeit leisten, sei es in der Zivilgesellschaft, im Bildungsbereich oder in den Medien. Ihnen müssen wir Planungssicherheit geben. Die Stärke einer Demokratie misst sich daran, wie gut sie ihre Minderheiten schützt. Deswegen brauchen wir eine Studie, die die verfassungsfeindlichen Einstellungen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit innerhalb der Polizei wissenschaftlich untersucht. Wir wissen, Rassismus und Diskriminierung kommen überall in unserer Gesellschaft vor. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Egal, ob auf einem Spaziergang oder bei Twitter. Wir wissen auch, sie nehmen zu. Trotz der ständig steigenden Fallzahlen werden sie weiterhin bagatellisiert. Dabei geht es doch nicht um die Gefühle von Einzelpersonen wie mir. Es geht um ein kollektives Erleben. Ich werde mich dafür einsetzen, dass dieses kollektive Erleben endlich
in allen gesellschaftlichen Bereichen Beachtung findet. Das gilt auch für unsere Partei- und Fraktionsstrukturen. Hier müssen wir die Themen Antidiskriminierung und Antirassismus als Querschnittsaufgabe begreifen, die mitgedacht und berücksichtigt werden müssen. Genauso wie wir es bei den Themen Klimaschutz und Feminismus schon tun. Rassismus und Diskriminierung zu beenden, ist keine unerreichbare Utopie. Es braucht eine Veränderung des Bewusstseins. Die werde ich mit aller Kraft vorantreiben. Für mich ist das Ziel eine Gesellschaft, in der alle gesehen und gehört werden. Und nicht nur einige wenige. Eine Gesellschaft, in der wir uns alle sicher fühlen können. Eine Gesellschaft, in der ich wieder in Restaurants essen kann, ohne nach dem nächsten Notausgang zu suchen. Mein Name ist Shahina Gambia, mein Direktwahlkreis ist Minden-Lübbecke. Ich bin in der Nähe von Minden aufgewachsen, ich bin dort zur Schule gegangen, ich habe meine Berufsausbildung dort gemacht. Ich kenne die Herausforderungen wie fehlenden ÖPNV, eine schlechte Internetverbindung und sterbende Ortskerne. Auch das will ich anpacken. Der ländliche Raum ist aber auch bunt und bietet jungen Menschen echte Chancen. Auch diese Perspektive werde ich mit nach Berlin nehmen, denn eine solidarische Gesellschaft fängt in der Kommune an. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich auf eure Unterstützung. Vielen Dank. Liebe Shahina, vielen Dank. Es liegen keine Fragen vor. Du hast dennoch die Möglichkeit, 5 Minuten zur Versammlung zu sprechen und kannst sie gerne nutzen oder der Versammlung schenken. Vielen Dank, ich schenke sie der Versammlung. Sehr nett, vielen Dank, Shahina. Dann geht es jetzt auch schon weiter mit der nächsten Kandidatin, und zwar ist das, also Maria Nisturio aus dem KV Düren hatte sich ja schon bereits vorgestellt, sodass wir jetzt nun eben in die Vorstellung von Anne-Monika Spalleck übergehen. Liebe Anne-Monika, auch du hast 5 Minuten aus dem KV Coesfeld. Kurzen Moment noch. Genau, jetzt kann es auch schon auch unsererseits losgehen. Liebe Freunde und Freundinnen, wir haben die Erde von unseren Kindern nur gebohrt. Das ist wohl einer unserer wichtigsten Leitsätze. Mit wenigen Worten sagt er klar, worum es geht. Um nichts weniger als die ökologische Gerechtigkeit zwischen den Generationen. Ja, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und ich bin mir sicher, ihr denkt bei diesem Satz genauso wie ich sofort an das Bundestagswahlplakat von 1983 dazu. Es symbolisiert unsere Vision von einem Leben im Einklang mit der Natur. Und heute, fast 40 Jahre später, stehen wir wieder vor einer Bundestagswahl. Und dieses Plakat und der Spruch ist aktueller denn je. Denn heute sind die planetaren Grenzen bereits mehrfach überschritten. Klimakrise, Artensterben, Stickstoffkreisläufe und Phosphor. Klar ist, ohne uns Grüne wird es keine nachhaltige Zukunft geben. 1983, als die Grünen Wahlkampf mit diesem Plakat machten, war ich 15 Jahre alt. Ich bin Teil einer Generation, die in ihrer Kindheit noch mit Schmetterlingen spielen konnte. Zu Geburtstagen bastelten wir Margeritenkränze und bei jeder Autofahrt war die Windschutzscheibe voller Insekten. Und schon damals mahnten die Grünen zu Recht die ökologischen Bedrohungen an. Und heute? Ja, heute wissen wir, seitdem haben wir 75% der Insektenmasse verloren. Eine gigantische Zahl, 75%, eine Apokalypse für die Natur. In den letzten 20 Jahren, in denen ich im Münsterland einen Hof mit 40 alten Pferden bewirtschafte, habe ich diese Veränderung hautnah erlebt. Artenreiche Wiesen wurden zu Maiswüsten, die Kiebitzrufe verstummten, unsere Feuchtwiese verdorrte und der Brunnen versiegte. Der Legehennenbetrieb gegenüber verdoppelte sich und andere Nachbarn gaben ihre Höfe auf. Immer mehr Lebensmittel und Baumärkte entstanden auf der grünen Wiese und unser Bäcker nebenan, bei dem wir immer die Brötchen holten, musste für immer zumachen. Seit 1989 haben wir so auch 50% aller kleineren Bauernhöfe und Nahversorgungsbetriebe wie Bäckereien, Fleischereien, Mühlen und auch kleine Läden verloren. Und wie wichtig dezentrale Wirtschaftsstrukturen für unsere Versorgungssicherheit sind, hat uns Corona gerade vor Augen geführt. Und unsere Selbstversorgungsquote in Deutschland ist nicht so gut, wie wir denken.
Obst liegt bei knapp 22%, Gemüse bei 36%. Das alles macht mich wirklich jeden Tag wütend. Und es treibt mich als Landbewohnerin, als Unternehmerin, als Sprecherin der LAG Wald, Landwirtschaft und ländlicher Raum jeden Tag an, für eine bessere Politik zu kämpfen. Denn alles ist durch eine falsche, durch eine rein auf Wachstum, durch eine rein auf Profit setzende Politik gemacht, unsozial und unökologisch. Ich sehe jeden Tag, wie existenziell die Krisen im ländlichen Raum hier treffen. Ich sehe aber auch, dass er zentraler Teil der Lösung ist. Im ländlichen Raum wird sich entscheiden, wie schnell wir die erneuerbaren Energien ausbauen können. Und ich will, dass wir die Bürgerinnen und Bürger an dem Erfolg der Energiewende viel mehr beteiligen. Denn so ist die Wende machbar und das wird auch viel Wirtschaftskraft in die Dörfer bringen. Im ländlichen Raum wird sich auch entscheiden, wie schnell wir die Bäuerinnen und Bauern hier eine ökologische Zukunft ermöglichen. Denn sie sind es doch, die die Dörfer und Städte mit ökologischen Lebensmitteln versorgen sollen. Ich will, dass wir mit regionalen Wertschöpfungsketten vom Acker bis zum Teller eine nachhaltige und sichere Nahversorgung schaffen. Und dass wir dann auch faire Einkommen und gleichzeitig Artenvielfalt ermöglichen. Aber im ländlichen Raum wird sich auch entscheiden, wie schnell wir gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen. Ich will, dass wir eine neue Gemeinschaftsaufgabe, regionale Daseinsvorsorge einführen und dass wir für zentrale Versorgungsbereiche wie Gesundheit, Mobilität und Breitband Mindeststandards formulieren. Denn mit guter Breitbandversorgung können auch kleine Geschäfte auf dem Land große Einkaufserlebnisse schaffen. Büroarbeit, Bildung und Teilhabe ist doch dann von überall möglich. Aus dem Homeoffice, aus dem Coworking Space im Dorf oder auf dem Bauernhof mit Blick in die Natur, wie ich es jeden Tag mache. Und das alles spart massiv Verkehr, CO2 und Ressourcen und wird auch die Landflucht stoppen und die Städte enorm entlasten. Und Bürotürme können als Sozialwohnungen umgenutzt werden. Und das ist unsere Erzählung heute zu diesem Plakat. Das ist unser Local Green Deal. Für diese sozial-ökologische Transformation im ländlichen Raum möchte ich mich mit all meiner Leidenschaft einsetzen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin Anne-Monika Spalleck und bitte um euer Vertrauen. Vielen Dank. Vielen Dank, Anne-Monika. An dich liegt eine Frage vor von Martina Lilla-Oblong. Wie ordnest du die Rolle des Konzeptes Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, für die sozial-ökologische Transformation ein? Ja, das ist ganz zentral. Ich habe erzählt, was wir in der Kindheit selber erleben konnten in der Natur. Das Problem ist, dass die Kinder heute das alles nicht erleben. Das heißt, was man nicht kennt, lernt man auch nicht schützen. Wir müssen das wirklich auch in die Bildung einbauen, integrieren, dass wir in die Natur gehen, dass wir die Natur kennenlernen, dass wir Blumen kennenlernen, wissen, was für Arten haben, dass wir auf Bauernhöfe besuchen. Jedes Kind muss eigentlich mal auf einem Hof gewesen sein und deswegen ist das zentral. Vielen Dank, liebe Annemone. Und nachdem sich die Kandidatinnen vorgestellt haben, können wir jetzt auch in den Wahlgang einsteigen, und zur Wahl des Listenplatz 19. Hier haben sich vorgestellt Shahina Gambier aus dem KV Minden-Lübbecke, Maria Nestorio, KV Düren und Annemone Spalleck, KV Coesfeld. Ihr habt auch die Möglichkeit, die jetzt gerade genannten Namen zu wählen oder mit Nein oder Enthaltung. Und damit ist auch der Wahlgang eröffnet. Wir warten noch ein wenig ab. Wer noch nicht abgestimmt hat, den bitten wir jetzt auch abzustimmen. Jeden Augenblick würden wir langsam übergehen, den Wahlgang zu schließen.
Es ist jetzt die letzte Möglichkeit, abzustimmen. Dann, liebe Delegierte, wir schließen den Wahlgang und ich gehe über zum Ergebnis. Wir bereiten jetzt schnell noch das Ergebnis zu Ende vor. Abgegebene Stimmen waren 269. Das Quorum lag somit bei 136. Auf Shahina entfielen 178 Stimmen, auf Maria 2 und auf Annemone 84. Es gab eine Nein-Stimme und 4 Enthaltungen. Shahina hat damit das Quorum erreicht. Und liebe Shahina, nimmst du die Wahl an? Ja, vielen, vielen Dank, ihr Lieben, für das Vertrauen und die Unterstützung. Ich nehme die Wahl an. Dankeschön. Liebe Shahina, auch von unserer Seite herzlichen Glückwünsche. Und nachdem wir nun Platz 19 gewählt haben, wollen wir in unserem Marathon auch hier weiter fortfahren und gehen über zu Platz 20. Auch hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, nach wie vor eure Kandidatur oder beziehungsweise euren Namen in den Hut zu werfen. Bis jetzt haben sich eingeworfen und kandidieren Katrin Henneberger, KV Heinsberg, sie ist hier vor Ort, und Maria Nisturio, KV Düren, sie wird wieder kandidieren, und Klaus Michael aus dem KV Lippe. Auch er hatte sich ja zuvor digital bereits vorgestellt. Gibt es weitere Kandidaturen? Wir warten noch einen kurzen Moment. Es liegen uns keine weiteren Kandidaturen vor, sodass wir jetzt auch in die Vorstellung einsteigen können. Und zwar, liebe Katrin, auch du hast 5 Minuten Zeit. Und auch hier nochmal der Hinweis, bitte stellt eure Fragen rechtzeitig, sofern ihr Fragen habt, sodass sie auch dann hier auch zeitig, während eben die Kandidatin sich vorstellt, auch eben dann im Anschluss direkt vorgelesen werden können. Und auch nur in diesem Zeitraum ist es möglich, Fragen zu stellen. Vielen Dank an euch. Liebe Katrin, deine 5 Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, erinnert ihr euch noch an den 6. Oktober 2018? Ich erinnere mich an das Jahr 2018 und an all die anderen Jahre und das, was im Hambacher Wald geschehen ist. Wie ich mich immer wieder schützend vor die alten Eichen und Buchen stellen musste und dabei sehr viel Gewalt erleben musste. Es sind schmerzhafte Erinnerungen. Das mitzuerleben, nur weil ich einen alten Wald schützen wollte, damit die Braunkohle darunter im Boden bleibt und nicht weiter für die Klimakrise verfeuert wird. Aber dann erinnere ich mich auch an den 6. Oktober, wie ich damals auch auf einer Bühne stand, aber nicht vor einem fast leeren Saal, sondern vor 50.000 Menschen, vor Menschen bis zum Horizont. Ihr wart gekommen. Ihr seid an unsere Seite geeilt und gemeinsam waren wir so stark. Wir haben die Landesregierung und den Kohlekonzern RWE in ihre Schranken gewiesen. Wir haben an diesem Tag das Unmögliche möglich gemacht. Und ich habe an diesem Tag gelernt, dass eine andere Welt nicht nur möglich ist, sondern dass wir schon bereit dabei sind, sie aufzubauen. Und dass, wenn wir zusammenhalten, so stark sind, dass uns keiner aufhalten kann. Was aber auch stimmt, dabei führen wir einen Wettlauf gegen die Zeit.
Die Klimakrise, sie ist keine Bedrohung der Zukunft, sie ist jetzt bereits grausame Realität. Mit meiner Lohnarbeit bin ich beständig in Kontakt mit Menschen in Regionen, deren Regenwälder schon verbrennen, deren Küsten versinken und deren fruchtbares Land verwüstet wird. Seit über 10 Jahren arbeite ich auf den UN-Klimakonferenzen. Und auch dort haben wir bereits Klimagerechtigkeit in unsere eigenen Hände genommen. Wir haben eine starke internationale Zivilgesellschaft für Klimagerechtigkeit aufgebaut, in der Frauen in der vordersten Reihe stehen. Auch dort, auch auf internationaler Ebene, bauen wir bereits eine andere Gesellschaft auf, eine solidarische, eine feministische Weltgesellschaft. Ich war im Jahr 2015 in Paris bei der UN-Klimakonferenz. Ich war dabei, als wir das Abkommen von Paris beschlossen haben. Und ich fühle mich an dieses Abkommen, an das Versprechen gebunden, was wir damals gaben. Alles dafür zu tun, damit wir die Klimakrise aufhalten. Und gebunden an dieses Versprechen habe ich gekämpft, in meinem Zuhause, gegen die Tagebaue, gegen die Kohlekraftwerke. Ich habe alles getan, was in meiner Macht stand. Gegen eine Landesregierung Laschet, die nicht für das Wohlergehen der Menschen kämpft. In meinem Wahlkreis Mönchengladbach, direkt am Tagebau, ist jedes dritte Kind von Kinderarmut bedroht. Und RWE erhält Milliarden an Entschädigungen für nichts. Das ist die Definition von sozialer Ungerechtigkeit. Wir müssen uns für eine Kindergrundsicherung genauso einsetzen wie für das Pariser Klimaabkommen, damit die Kinder heute in Würde aufwachsen und eine lebenswerte Zukunft haben. Liebe Freundinnen und Freunde, seit 20 Jahren kämpfe ich für Klimagerechtigkeit. Als Bundessprecherin der Grünen Jugend auf den UN-Klimakonferenzen und in meinem Zuhause. Meine Kandidatur für den Bundestag begann, als betroffene Anwohner auf mich zukamen und mich fragten, ob ich für sie kandidieren kann, für sie weiterkämpfen im Bundestag. Und deshalb stehe ich heute hier vor euch und bitte euch, gewährt ihnen diesen Wunsch. Schickt mich nach Berlin, damit ich im Bundestag für sie weiterkämpfen kann. Steht weiter solidarisch an der Menschen im rheinländischen Braunkohlerevier, die schon so lange mit so viel Mut gegen die Zerstörung kämpfen. Bewegung und Partei, gemeinsam und solidarisch sind wir stark. Und gemeinsam werden wir eine bessere Welt wirklich aufbauen. Ich bin noch voller Hoffnung und Tatendrang. Danke für eure Unterstützung. Vielen Dank, Katrin. An dich liegen Fragen vor, die ich dir gerne stellen würde. Deshalb bleib ruhig einen Moment bei uns hier vorne. Die erste Frage kommt von Martina Lella-Oblong. Katrin, was sind für dich die zentralen Punkte einer sozialökologischen Transformation in der konkreten politischen Umsetzung? Die zweite Frage ist von Moritz Jungeblut. Du wirbst mit dem Thema Hambacher Wald, aber bei den Grünen Rhein-Erft-Kreis, Kreis des Hambis, hast du dich nicht gemeldet. Wirst du in Zukunft mit Grünen vor Ort arbeiten? Jetzt haben wir leider gerade einen Fehler im Lose-Tool, bitte beantworte gerade die beiden Fragen und wir können dann vielleicht hier das technische Problem in der Zwischenzeit lösen. Kein Problem. Ökologisch-soziale Transformation finde ich sehr gut, dass das angesprochen wird, weil wir müssen die Themen zusammendenken. Deswegen habe ich auch sehr klar darauf hingewiesen, dass wir nicht nur für das Übereinkommen von Paris, sondern auch für Maßnahmen wie eine Kindergrundsicherung fordern, kämpfen müssen. Ich bin auch der Meinung, dass wir Hartz IV abschaffen müssen, dass dieses repressive System nicht weiter funktionieren kann. Wir haben eine Erde und das, was die Ökosysteme uns geben können, das müssen wir sozial gerecht verteilen. Und dafür brauchen wir natürlich eine neue Wirtschaftsweise, die nicht mehr darauf aufgelegt ist, dass Mensch und Natur ausgebeutet werden, sondern die ökologisch und sozial gerecht ist.
Dann die letzte Frage. Finde ich wunderbar. Lass uns Banden bilden. Beim Tagebau Garzweiler haben wir schon die Kreisverbände Heinsberg, Mönchengladbach und Rhein-Kreis Neuss zusammengefügt, weil wir dort gemeinsam Wahlkampf machen. Also wir haben den Tagebau Garzweiler schon praktisch umzingelt. Und ich fände es grandios, dann sozusagen halt auch mit dem Tagebau Hambach und den dortigen KVen gemeinsam Wahlkampf zu machen, zusammenzuarbeiten. Finde ich super. Lass uns Banden bilden. So, und wir sind hier wieder technisch in der Lage, dir auch die dritte Frage vorzustellen. Die kommt von Maximilian Ruther. Wie hängen für dich Klimagerechtigkeit mit sozialer Gerechtigkeit zusammen? Ja, wir können die Klimakrise nur lösen, wenn wir auch ein soziales Wirtschaftssystem aufbauen. Ich sage das mal jetzt, picke mir jetzt mal ein ganz konkretes Thema raus, und zwar Klimagerechtigkeit und Feminismus. Nur wenn wir in der Lage sind, dass wirklich alle gleichberechtigt am Verhandlungstisch sitzen, und zwar alle Perspektiven, alle Menschen gleichberechtigt vertreten sind, dann können wir die Klimakrise aufhalten. Auf den UN-Klimakonferenzen ist es so, dass nur 30-40% der Delegierten und der dort anwesend sind Frauen. Und wir haben diesen sehr absurden, schrägen Witz: je wichtiger ein Gremium, desto weniger Frauen und schon gar nicht Frauen aus den Ländern des globalen Südens. Die Frauen, die die Klimakrise am meisten betreffen, also Frauen in ländlichen Räumen des globalen Südens oder Frauen von indigenen Gemeinden. Und dadurch werden ihre Perspektiven erstens nicht gehört, sie sind unsichtbar, sie werden nicht beachtet. Und deshalb müssen wir uns hier im Norden halt auch sehr klar die Frage stellen, für wen machen wir eigentlich Klimaschutz? So, dass es für uns vielleicht in den nächsten Jahrzehnten noch ein bisschen ausreicht, oder machen wir sie wirklich so, dass es allen Menschen auf dieser Welt wirklich gut geht? Und deswegen müssen wir unsere Klimamaßnahmen danach ausrichten: wird es wirklich allen Menschen auf dieser Welt gut gehen? Weil gerade ist es schon so, dass einige Regionen bereits beginnen, unter dem Druck zu kollabieren. Und dagegen müssen wir etwas tun. Und das bedeutet, dass wir unsere Treibhausgasemissionen radikal in allen Sektoren im Griff bekommen müssen und dass wir gleichzeitig unser Sozialsystem so ausbauen müssen, dass wirklich halt alle Menschen eine Grundsicherung haben und halt nicht wegfallen. Und das bedeutet halt auch, dass wir halt für Jobsicherheit sorgen müssen. Also gerade in den Sektoren, wo wir jetzt umbauen müssen, ist es sehr wichtig, dass wir durch Weiterbildungsmaßnahmen dazu führen, dass halt wirklich alle Menschen halt auch weiter Arbeit finden, also dass wir da eine sehr gute Transformation. Und die müssen wir aber jetzt beginnen, die können wir nicht aufschieben. Yes. Vielen Dank, Katrin. Und nachdem sich nun alle KandidatInnen, die sich hätten vorstellen können, schon bereits vorgestellt haben, das war jetzt gerade Katrin, würden wir jetzt auch langsam einsteigen in den Wahlgang. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Listenplatz 20 zu wählen, und hier kandidieren Katrin Henneberger, KV Heinsberg, Klaus Michael, KV Lippe und Maria Nistorio aus dem KV Düren. Ihr habt auch die Möglichkeiten, mit Nein zu stimmen und mit Enthaltung. Und damit würde ich sagen, der Wahlgang ist eröffnet. So, das geht hier sehr gut voran. Wir danken euch auf jeden Fall auch für eure Konzentration. Das klappt hier wirklich sehr gut im Zusammenspiel. Gleich gehen wir über zum Last Call. Bitte stimmt jetzt noch ab. Liebe Delegierte, wir würden jetzt den Wahlgang schließen und ermitteln möglichst schnell für euch das Ergebnis. Einen kurzen Moment.
wie ich gerade zwar sagte, es läuft hier alles super, auch im Zusammenspiel. Genau jetzt gibt es technische Probleme, die werden wir jetzt sofort beheben. Auch das Technikteam ist schon gerade dabei. Alle sind hier unterwegs. Das läuft jetzt auch gleich sicherlich. Einen kurzen Moment noch. Ihr könnt schon mal eine Dehnübung machen aus dem schönen Heftchen, was ja bei den Delegiertenunterlagen mit beilag. Kurzen Moment noch. Sobald es gleich wieder weitergeht, melden wir uns natürlich. Bevor wir jetzt gleich nochmal in die Versammlung einsteigen, würden wir jetzt die Versammlung für 2 Minuten unterbrechen. In 2 Minuten, wir haben jetzt nach, ich würde sagen, genau, dass wir uns in 2 Minuten nochmal bei euch zurückmelden. Wir unterbrechen jetzt einfach mal ganz kurz die Versammlung und gleich geht es sofort wieder weiter. Vielen Dank.
Da sind wir auch schon wieder. Auch hier, also die Landesgeschäftsstelle und auch überhaupt das ganz große Team, was hier alles geleistet wird. Vielen, vielen Dank an euch. Also auch jetzt, dass wir jetzt hier wieder online sind, das ist euer Verdienst. Vielen Dank. Es geht weiter. Wir hatten ja schon den Wahlgang eben abgeschlossen, Wahl des Listenplatz 20. Dort haben kandidieren Katrin, Klaus und Maria. Und uns liegt auch ein Ergebnis vor. Das Ergebnis konnte uns eben nicht angezeigt werden. Das war der Grund, warum wir kurz unterbrechen mussten. Aber das Ergebnis, wie gesagt, liegt uns nun vor. Es wurden abgegeben 268 Stimmen. Damit entfielen 190 Stimmen auf Katrin Henneberger und 38 Stimmen auf Klaus Michael, 3 auf Maria Nestorio, 28 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen. Liebe Katrin, damit hast du das Quorum erreicht. Liebe Katrin, möchtest du die Wahl annehmen? Du kannst gerne hier nach vorne kommen. Ja, und vielen Dank. Auch natürlich einen herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. So, kurz durchatmen, denn jetzt geht's auch schon weiter mit Platz 21. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn ihr euch auf Platz 21 bewerben wollt, euch jetzt auch im Tool dafür zu melden. Uns liegen sonst bereits zwei Kandidaturen vor, und zwar von Anne-Monika Spalleck, Anne-Mone aus Coesfeld, KV Coesfeld. Sie hatte sich bereits eben vorgestellt. Und auch von Maria Nestorio aus dem KV Düren. Auch sie hatte sich ja digital heute Morgen noch mal in Erinnerung gerufen. Meine Frage wäre jetzt noch in die Versammlung hinein: Gibt es noch weitere Kandidaturen? Kurzer Blick zur Technik. Es gibt keine Kandidaturen, sodass wir jetzt auch schon direkt in den Wahlgang bzw. in die Wahl des Listenplatz 21 einsteigen können. Hier kandidieren und hier habt ihr die Möglichkeit, Maria Nestorio aus dem KV Düren zu wählen. Ihr habt die Möglichkeit, Anne-Mone Spalleck, KV Coesfeld zu wählen oder mit Nein oder Enthaltung. Der Wahlgang ist eröffnet. Die Stimmen gehen fleißig ein. Nehmt noch teil an der Abstimmung. Wir versuchen hier meisterlich die Zeit noch ein wenig zu überbrücken. Gleich folgt dann unser Last Call. Bitte gebt jetzt noch eure Stimmen ab, sofern ihr es noch nicht gemacht habt. Liebe Delegierte, wir würden jetzt den Wahlgang schließen und ermitteln das Ergebnis.
Das Ergebnis liegt uns nun endgültig vor und es wurden abgegeben 263 Stimmen. Dabei entfielen 231 Stimmen auf Annemone Spalleck, KV Coesfeld, 4 auf Marianne Storio, 19 Nein-Stimmen sowie 9 Enthaltungen und das Quorum lag bei 133. Liebe Annemone, du wurdest gewählt. Möchtest du die Wahl annehmen? Ja, vielen Dank. Ich nehme die Wahl an und freue mich auf einen tollen Wahlkampf mit euch. Glückwünsche Annemone auch unsererseits. Und wir gehen über zu Platz 22. Ihr habt hier auch wieder die Möglichkeit, eure Kandidaturen einzureichen. Ich schaue noch mal kurz in die Technik. Und hier sind bereits Kandidaturen auch eingegangen von Markus Kurt, KV Dortmund. Er hatte sich zuvor ja heute auch schon bereits vorgestellt. Johannes Preisner, entschuldigt bitte, KV Frankfurt am Main. Er hatte sich digital bereits vorgestellt. Marianne Storio, KV Düren, hat sich auch bereits digital vorgestellt. Und das sind die Kandidaturen, die wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt hier vorliegen haben. Gibt es noch weitere Kandidaturen? Da warte ich jetzt noch mal ganz kurz. Wir klären hier ganz kurz noch im Raum eine weitere Kandidatur und wir wollen ja hier alles, das sauber abläuft. Ganz kurz und dann geht es auch wieder weiter. Genau, tatsächlich gibt es hier noch eine weitere Kandidatur und damit es nicht zur Verwirrung kommt, werde ich gleich nochmal alle Kandidaten verlesen, die jetzt auf Platz 22 kandidieren. Und da ist die Technik eine wunderbare Hilfe. Das wird hier eben noch vorbereitet. Okay, wunderbar. Und damit kandidieren Jörg Grünauer aus dem KV Krefeld, Markus Kurt, KV Dortmund, hat sich bereits vorgestellt, Marianne Storio, KV Düren und Johannes Preisner, KV Frankfurt am Main, hatten sich bereits auch digital vorgestellt. Damit, weil wir alphabetisch vorgehen, wäre Jörg, du dürftest dich jetzt gleich vorstellen, hättest 5 Minuten Zeit. Auch hier wieder der Hinweis, bitte Fragen zeitig stellen, sodass wir diese auch dann während der Kandidatur vorlesen können. Lieber Jörg, sobald du bereit bist, gehen deine 5 Minuten los. Ja, gerne. Liebe Delegierte, liebe Freundinnen, liebe Freunde, wer, wenn nicht wir, und wann, wenn nicht jetzt? Nie war die Zeit dringlicher, einzufordern, dass sich auf vielen politischen Feldern etwas ändern muss. Tun wir als Grüne dies nicht, wird ein Wandel durch andere gestaltet werden. Mein politisches Feld, das ich beackern möchte, ist das der Tierschutzpolitik neben der Klimapolitik. Kurz zu mir. Mein Name ist Jörg Grünauer, seit 2013 aktives Mitglied der Grünen, kommunal aktiv in Krefeld, 5 Jahre Sprecher LAG Mensch und Tier, Ersatzdelegierter BAG Tierschutzpolitik, 2 Jahre Leitung und Vorstand im Tierheim Krefeld und 6 Jahre im Vorstand eines Kindermitmachbauernhofes, ebenso in Krefeld.
Die Ereignisse der vergangenen Jahre in Bezug auf das Klima, zu trockene Sommermonate in Folge, Wassermangel und aktuell Covid-19 irritieren mich sehr. Massentierhaltung, Unmengen Gülle, Kraftfutteranbau, Antibiotikaresistenzen, elendlange Tiertransporte sind alles Gründe für riesige Mengen von CO2-Emissionen, extremes Tierleid, von Bodenverschmutzung, von Wasserverschmutzung, Verlust der Biodiversität und, last but not least, dem Phänomen von Zoonosen. Wir können eigentlich feststellen, dass wir auf dem besten Wege sind, uns selbst die Lebensgrundlagen wegzunehmen, auch die der Jugend. Ein Systemwandel scheint daher das Gebot für uns alle zu sein. Denn dies alles geschieht unter politischen Rahmenbedingungen auf Bundesebene, die in den vergangenen Jahren meist geprägt waren durch Stillstand und durch ein Weiter-so. Nicht umsonst zeigt seit mehr als 2 Jahren die Bewegung um Fridays for Future, wo viele Mitmenschen ihren Unmut äußern. Unmut über Ignoranz und Untätigkeit von politischen Akteuren. Der Druck ist groß, die Zeit ist knapp. Es muss daher neu gedacht werden auf dem politischen Feld. So in der industriellen Tierhaltung, dem größten klimaschädlichen Bereich neben der nun zu Ende gehenden Kohleverstromung. Sie ist nicht nur Treiber des Klimawandels, sondern auch selbst stark von den Folgen dieser Klimakrise betroffen. Hier verdient keiner auf lange Sicht. Kein Bauer, kein Erzeuger, kein Verbraucher, kein Tier und eben auch nicht unsere Umwelt und unser Klima. Aber nach wie vor gibt es eine lobbygetriebene, enorm exportorientierte Landwirtschaft, die in dem Glauben agiert, die Weltbevölkerung mit billigem Fleisch zu überfluten. Die ganzen Beispiele möchte ich hier nicht nennen, aber eins möchte ich anmerken. Wir hier in Nordrhein-Westfalen haben den größten Schweineschlechter in Europa ansässig. 30.000 Schweine pro Tag. Die haben alle nur ein Never-Come-Back-Ticket. Diese industrielle Abfertigung hat mittlerweile einen Zustand erreicht, der offensichtlich nicht mehr tragbar und nachhaltig ist. Dies wissen wir alle. Und wir wissen auch, dass wir das alles nicht sehen wollen. Auch die prekären Arbeitsbedingungen der Leiharbeiter nicht. Dies alles passiert in Hochsicherheitsgebäuden, auf abgeriegeltem Gelände und kann nicht richtig sein. Ich bin der Meinung, der alte Begriff Made in Germany sollte für etwas anderes stehen als für billiges Hackfleisch. Es braucht daher mehr denn je die Politisierung des Tierschutzes für mehr Tierrechte, für Tiergesundheit, für Tierwohl und dafür, dass der vernünftige Grund in dem Tierschutzgesetz endlich zur Anwendung kommt, auch für die sogenannten Nutztiere. Aktive Gestaltung des allgemeinen Tierschutzes auf diesem politischen Grund und Boden ist daher Klimaschutz, ist Umweltschutz, ist Teil der Agrarwende und ist auch Teil der Ernährungswende. Wir als Grüne bekommen jetzt die Chance, dies umzusetzen, dies neu zu gestalten auf Bundesebene. Und es ist keineswegs naiv, wenn ich klar sage, wir kriegen die Wende hin. Durch meine 5-jährige Sprecherfunktion habe ich die Komplexität und die Schwächen der Zusammenhänge der politischen Felder auf Landesebene, auf Bundesebene bis zur GAP durchaus kennengelernt. Dies aufzudröseln wird nicht einfach sein, aber um die notwendigen Paradigmenwechsel einzuleiten, da kommen wir nicht umhin. Es gilt also, aktive Überzeugungsarbeit zu leisten, auch in Zukunft auf andere Parteien, dies kompromissbereit, aber ohne unsere grüne DNA zu verbiegen, verhandlungsbereit, aber nicht ohne Mut, neue gesellschaftliche und wirtschaftliche Wege zu gehen. Diese Wege möchte ich mit euch gemeinsam gehen, im Bundestag und im Ziel für eine nachhaltige, soziale und tiergerechte Welt. Also wer, wenn nicht wir, mit grüner Zukunft? Vielen Dank. Vielen Dank, Jörg. Es liegen Fragen an dich vor, die ich dir jetzt stellen würde. Danach hast du 5 Minuten Zeit, auf sie zu antworten. Michael Mittag fragt, hast du ein Votum deines Kreisverbandes? Nein. Leonie Kanders fragt, wie stehst du zu Clean Meat? Und Manfred Beck fragt, was sind für dich zentrale Punkte des Systemwandels, von denen du sprichst? Soll ich nochmal wiederholen oder ist okay? Naja, vielleicht die letzte gleich nochmal. Aber okay. Zum KV, das ist eine spontane Bewerbung. Es liegen ja nicht so viele Bewerbungen vor und von daher habe ich, weil ich mich auf das Thema Tierschutz schon seit Jahren beschäftigt und ich würde mir wünschen, dass die Grünen da diesbezüglich mehr tun würden auf politischer Ebene, habe ich halt spontan, ohne jetzt große Rücksprache gehalten mit meinem KV-Vertrag. Zum Thema Clean Meat, das ist eine sehr gute Alternative. Warum?
Fleisch essen ist eine Kultur, die über Jahre hinweg angewachsen ist. Und dieses Clean Meat, also synthetisch erzeugtes Fleisch, ist eine Alternative, um dem Menschen halt einen Wechsel zu ermöglichen, der weg von Tierleid und so etwas führen kann. Zur dritten Frage war? Die dritte Frage war, was sind für dich zentrale Punkte des Systemwandels, von dem du sprichst? Systemwandel ist eigentlich, weil über die Jahrzehnte, eigentlich oder sagen wir mal ein halbes Jahrhundert, die Agrar- und die Ernährungswende schon eine gewisse Komplexität erfahren hat und es mittlerweile so viele Abhängigkeiten und Möglichkeiten gibt, um irgendwelche Argumente, die oder Sachverhalte, die können argumentativ immer mit Seiteneffekten berührt werden. Also man muss eigentlich versuchen, alle Leute mitzunehmen, aber generell gilt es, ein weiter so in der Form kann es nicht geben. Das ist, glaube ich, jedem einsichtig, auch gerade in der Corona-Zeit, wo Tönnies, ja, die Schweine, es ist unglaublich, was da abgegangen ist. Die Bauern kriegen nicht so viel Geld, weil die Schweine zu fett geworden sind. Also das sind Abhängigkeiten, die sehr komplexer Natur sind und die erfordern einen, ja, ich sag mal, Systemwandel. Ja. Dankeschön. Wunderbar, vielen Dank, Jörg. Und auf Platz 22, wie bereits vorgetragen, kandidieren ja Jörg Grünauer, der sich soeben vorgestellt haben. Weitere Kandidaten sind Markus Kurt, KV Dortmund, hatte sich bereits vorgestellt, sowie digital auch schon bereits vorgestellt, Maria und Johannes. Damit können wir jetzt auch einsteigen in die Wahl des Listenplatz 22. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Jörg Grünauer zu wählen, Markus Kurt, Maria Nestorio, Johannes Preisner. Ihr habt auch die Möglichkeit, mit Nein abzustimmen oder mit Enthaltung. Der Wahlgang ist eröffnet. Bitte bedenkt, so wie das gestern auch nochmal gesagt wurde, es gibt hier immer so einen kleinen Mini-Verzug zwischen dem, was hier im Raum abläuft und das, was bei euch an dem Bildschirm ankommt. Und deswegen versuchen wir auch immer wieder auf euch zu warten und das machen wir sehr gerne. Bitte gebt eure Stimmen ab, damit es hier weiter vorangehen kann. Wir werden gleich in wenigen Sekunden den Wahlgang schließen. Bitte gebt jetzt noch eure Stimmen ab. Die letzten Stimmen trudeln ein und wir schließen den Wahlgang und ermitteln das Ergebnis für euch. Wunderbar, wir haben ein Ergebnis und zwar wurden abgegeben 270 Stimmen, dabei entfielen 18 Stimmen auf Jörg Grünauer, 238 Stimmen auf Markus Kurt, 3 Stimmen auf Maria, 3 Stimmen auf Johannes, 6 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen. Lieber Markus, damit wurdest du gewählt und hast das Quorum von 136 deutlich erreicht. Lieber Markus, nimmst du die Wahl an? Ja, vielen Dank. Tolles Ergebnis, sehr versöhnlich. Lasst uns noch viele tolle Kandidatinnen und Kandidaten wählen und einen ganz hervorragenden Wahlkampf machen für den neuen Aufbruch. Dankeschön.
Glückwünsche natürlich auch von unserer Seite. Und das war jetzt gerade die Wahl von Platz 22. Es ruft der Platz 23. Wir wollen jetzt nun übergehen zur Wahl des Listenplatz 23. Hier liegen uns bereits Kandidaturen vor von Kandidatinnen. Und wenn ihr kandidieren möchtet, so meldet euch bitte jetzt. Uns liegen die Kandidaturen von Laura Kraft aus dem Kreisverband Siegen-Wittgenstein. Sie wird sich hier gleich vorstellen. Als auch von Maria Nestorio aus dem KV Düren, die sich bereits ja digital vorgestellt hatte. Gibt es hier weitere Kandidaturen auf Listenplatz 23? Wir warten noch einen kurzen Moment. Super, es geht weiter. Liebe Laura, du hast 5 Minuten, um dich hier vorzustellen. Es geht natürlich erst dann los, wenn du bereit bist. Okay. Liebe Freundinnen und Freunde, jetzt wollen die Weiber schon genauso viel verdienen wie wir. Das bekam meine Mutter zu hören, als sie eine Ausbildung in einem männlich dominierten Beruf machte. Das klingt wie aus einer längst vergangenen Zeit. Wie weit wir aber heute noch von einer Gleichstellung zwischen Frauen und Männern entfernt sind, das zeigt der Gender Gap Report. Demnach werden erst in 136 Jahren Frauen und Männer weltweit gleichberechtigt leben können. Das heißt, wenn wir so weitermachen wie bisher, werden wir das nicht erleben und unsere Kinder auch nicht. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen jetzt die Strukturen ändern. Wir Grüne können da vorangehen und Gleichberechtigung auf allen Ebenen umsetzen. Die Politik hat die Instrumente dafür in der Hand. Was wir brauchen, sind unter anderem eine Aufwertung der Pflegeberufe, verlässliche Betreuungsangebote. Und wir brauchen endlich ein Steuersystem, das Kinder berücksichtigt und nicht Ehen privilegiert. Wir brauchen gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit und wir brauchen mehr Frauen in den Parlamenten. Frauen wollen nicht zu viel, sie wollen aber auch nicht zu wenig. Sie wollen einfach nur die gleichen Chancen. Und dafür möchte ich mich einsetzen. Ich bin die erste Frau in meiner Familie, die einen Universitätsabschluss hat. Leider müssen sich heute immer noch viele junge Leute Gedanken machen, ob sie sich ein Studium leisten können. Es gibt zwar Fördermöglichkeiten, diese decken aber oft den Bedarf nicht ab. Studierende brauchen endlich finanzielle Förderung, die ihnen Rückenwind gibt und sie nicht ausbremst. Der Fachkräftemangel ist auch in den ländlichen Industrieregionen ein Problem. Dabei steckt auch hier großes Potenzial für nachhaltige Innovation und Transformation. Wir brauchen deshalb hier unbedingt eine Stärkung der beruflichen Ausbildung im dualen System. Das fängt damit an, dass eine berufliche Ausbildung die gleiche Anerkennung verdient wie ein Studium und Auszubildende auch eine angemessene Vergütung verdienen. Bildung, Wissenschaft und Forschung sind unsere wichtigsten Ressourcen. Hier müssen wir investieren, um wettbewerbs- und zukunftsfähig zu sein. Die Wissenschaft ist immer noch männlich geprägt. Es gibt viele weibliche Studierende und auch Doktorandinnen. Aber je höher wir auf der Karriereleiter kommen, desto weniger Frauen finden wir dort. Wir brauchen auch dort einen Kultur- und Strukturwandel. Das Label familienfreundlich reicht nicht. Während der Pandemie haben Wissenschaftlerinnen viel weniger publizieren können als ihre männlichen Kollegen. Prekäre Arbeitsverhältnisse sind in dem universitären Bereich leider eher an der Tagesordnung und stellen nicht die Ausnahme dar. Am meisten betroffen sind von Befristungen der wissenschaftliche Mittelbau. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass es auch hier endlich Karrierechancen, Planungssicherheit und Perspektiven gibt. Die Pandemie zeigt uns, wo wir gerade im Sinne der Gerechtigkeit stehen. Was ist mit sozialer Gerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit? Wie steht es um Klimagerechtigkeit?
Globale Bedrohungen wie den Klimawandel oder Pandemien bekämpft man nicht nur auf lokaler Ebene. Sie sind eine Gemeinschaftsaufgabe. Und hier müssen wir auch Solidarität mit den Menschen im globalen Süden zeigen. Hier müssen wir Verantwortung übernehmen. Berlin scheint für manche weit weg zu sein. Die Entscheidungen sind aber unmittelbar vor der eigenen Haustür erlebbar. Wenn man wie ich auf dem Land aufwächst, dann erlebt man, ob es zu Hause schnelles Internet gibt, wie es um die Mobilität bestellt ist, ob es eine gut erreichbare Gesundheitsversorgung gibt, Schulen, Kitas, Ausbildungsplätze, Arbeitsmöglichkeiten. Man sieht aber leider auch hautnah mit an, was es bedeutet, wenn der nächste landwirtschaftliche Betrieb in die Knie geht, weil er dem Prinzip Wachse oder Weiche nicht mehr standhält und die Existenz von Generationen und ihre Arbeit einfach weg ist. Das kann keine Kommune auffangen. Da braucht es gute Politik auf Bundesebene, die auch Menschen in den ländlichen Regionen vertritt. Ich möchte in einem Land der Chancen leben. Mit einer Regierung, die alle Menschen in den Blick nimmt und für die Veränderung ein Gewinn darstellt. Dafür möchte ich mich einsetzen und das am liebsten als Teil der nächsten Grünen Bundestagsfraktion. Ich bitte dafür um eure Stimme und um euer Vertrauen. Vielen Dank, Laura. An dich liegen zwei Fragen vor, die ich dir gerne vorlesen möchte. Eine von Philipp Sean Giesinger. Sind Kinderfreibeträge ein geeignetes Mittel, um ein kindgerechtes Steuersystem zu schaffen, oder hast du weniger steuerverzerrende Ideen? Die zweite Frage ist von Manfred Beck. Welche Bedeutung hat für dich Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE? Und die dritte Frage, die gerade noch reingekommen ist, ist von Kim Nathalie Helen Schröter. Wie wirst du dich konkret gegen befristete Arbeitsverhältnisse einsetzen? Ich glaube, ich fange einfach hinten an. Ich denke, dass die Frage auf den universitären Bereich abzielt. Es gibt viele Möglichkeiten. Also erstmal muss natürlich eine bessere finanzielle Ausstattung der Universitäten da sein. Und mittlerweile gibt es leider die Idee, dass man immer wieder kürzt, also nicht nur im Wissenschaftsbereich, im Wissenschaftsbetrieb, sondern natürlich auch im gesamten Bildungssystem. Und wir sehen einfach, was das bedeutet, wenn da Kürzungen an der Tagesordnung sind. Es wäre wichtig, hier eine neue Struktur zu schaffen, also ein neues Anstellungsverhältnis. Es gibt unterschiedliche Ideen dafür. Es gibt Konzepte. Also unser Wissenschaftssystem ist zum Beispiel nicht in Stein gemeißelt, das sich daran orientiert, dass es Lehrstühle mit wenig Professuren gibt und der Rest prekär im Mittelbau angestellt ist. Im angelsächsischen, im amerikanischen und im skandinavischen Bereich sehen wir, dass es auch anders gehen kann. Da hat man zum Beispiel offenere Departmentstrukturen mit flacheren Hierarchien. Da könnte man einiges tun. Und man muss dieser Fehlentwicklung entgegensteuern, die hier mittlerweile an der Tagesordnung zu sein scheint, dass man grundständige Lehre in Universitäten durch Lehrkräfte finanziert, also durch Lehraufträge. Die sind ja noch prekärer beschäftigt als die reine Befristung, die im Mittelbau stattfinden aktuell. Und da müssen wir einfach gegensteuern. Also wir brauchen da eine bessere Finanzierung, besseres Budget. Und das können wir auch auf allen Ebenen erreichen, durch Kooperationsmöglichkeiten zwischen Bund, Ländern und ja, teilweise auch in den Kommunen. Also da müssen wir einfach uns breit aufstellen. Und das macht uns dann auch wettbewerbsfähig, weil sonst sind die Besten einfach irgendwann weg, weil das System, das universitäre System, das nicht zulässt, dass Menschen da auch eine Karriere entwickeln. Stichwort Kinderfreibeträge und Stichwort Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also die Bildung, nachhaltige Entwicklung, ja, das kann eine Möglichkeit sein. Es ist unglaublich wichtig, auch ökologisches Handeln und Nachhaltigkeit zu lehren, zu unterrichten und auch schon den Kleinsten beizubringen. Und da gibt es auch unterschiedliche Konzepte. Das kann auch erlebbar sein. Ökologie kann erlebbar sein für Kinder und Jugendliche. Auf Bauernhöfen, in den Schulen kann man auch praktisch das erfahrbar machen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und da müssen wir auch ansetzen. Also ökologisches Verhalten kann auch erlernt werden und wir können da nicht einfach nur als Erwachsene drüber sprechen, sondern wir müssen da auch ansetzen in den Schulen, in den Kitas und das auch schon früh fördern und dann Bewusstsein für schaffen. Und dann war noch die Frage zu den Steuern, genau. Ja, also die Probleme, die ich angesprochen habe in Bezug auf Gleichberechtigung und Familien, die lassen sich nicht einfach damit lösen, dass wir anfangen und sagen, naja, dann gibt es einfach mehr Steuerfreibeträge, sondern es muss sich grundsätzlich was ändern, was die Möglichkeiten von Erwerbstätigkeit betrifft. Einfach eine größere Familienfreundlichkeit auch schaffen, dass Frauen eben zum Beispiel in der Corona-Pandemie dann nicht sagen, ich bleibe zu Hause oder ich gebe meine Arbeit ganz auf, weil ich hier nur der Zuverdienst bin. Und es ist einfach auch schlecht, wenn wir das Phänomen Double Income, No Kids haben. Das
zwei Menschen steuerlich begünstigt werden, weil sie einfach verheiratet sind, aber vielleicht gar keine Kinder haben. Da müssen wir auch einfach schauen, was ist die Realität. Und das momentane Steuersystem bildet nicht die familiäre Realität in unserer Gesellschaft ab. Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Und Familie definiert sich nicht nur darüber, ob es eine Frau und einen Mann gibt, die verheiratet sind und dann Kinder haben, sondern Familie kann vielfältig sein. Da gibt es homosexuelle Paare, die sind genauso eine Familie, wenn sie Kinder haben. Es gibt Patchwork-Familien, die müssen alle in den Blick genommen werden. Und da kann dann nicht nur danach schauen, wer ist verheiratet und derjenige bekommt Steuererleichterung, sondern hier müssen wir schauen, wo sind Kinder, weil Kinder brauchen uns und Kinder verdienen auch ein Steuersystem, was sie berücksichtigt. Vielen Dank, Laura. Damit, nachdem du dich auch vorgestellt hast und Maria sich bereits vorgestellt hatte, möchten wir einsteigen in den Wahlgang bzw. Wahl des Listenplatz 23. Und hier habt ihr die Möglichkeit, Laura Kraft, KV Siegen-Wittgenstein, zu wählen oder Maria Nestorio, KV Düren. Oder ihr könnt auch stimmen mit Nein oder Enthaltung. Der Wahlgang ist eröffnet und auch hier wieder ein bisschen Geduld und dann geht es auch wieder weiter. Die Stimmen, die trudeln hier ein. So als Zwischenstand, es sind 281 aktuell vergebene Stimmkarten, also 281 Personen sind jetzt hier wirklich mit dabei. Wir warten noch einen kurzen Moment auf das Ergebnis. Vor allem möchten wir euch die Möglichkeit geben, in aller Ruhe eure Stimmen abzugeben. Und gleich würden wir auch dazu übergehen, den Wahlgang zu schließen. Hier noch die letzte Möglichkeit für euch. So, ihr Lieben, wir schließen den Wahlgang bzw. gehen jetzt nun über zur Ermittlung des Ergebnisses. Wir haben ein Ergebnis und es wurden abgegeben 267 Stimmen. Damit liegt das Quorum bei 136. Auf Laura entfielen 225 Stimmen, auf Maria 3 Stimmen, 14 Nein-Stimmen sowie zum Schluss 15 Enthaltungen. Liebe Laura, nimmst du die Wahl an? Ich nehme die Wahl sehr gerne an und liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich riesig, ich freue mich auf diesen Wahlkampf. Dieses Jahr wird grün, lasst uns eine grüne Welle von NRW nach Berlin starten. Ich bin dabei und mit euch schaffen wir alles.
Herzliche Glückwünsche, liebe Laura. In der Zwischenzeit wird natürlich das Rednerinnenpult desinfiziert. Vielen Dank auch dafür, unermüdlich seit gestern. Und wir möchten jetzt einsteigen in die nächste Wahl, und zwar das Listenplatz, in die Wahl des Listenplatz. So, jetzt habe ich es in die Wahl des Listenplatz 24. Hier liegen uns auch bereits Kandidaturen vor. Hier direkt die Frage an euch. Wenn ihr euch einwerfen wollt, dann könnt ihr dies jetzt tun. Uns liegen Kandidaturen vor von Janosch Dahm, Kreisverband NRP-Ruhr. Er hatte sich gestern vorgestellt und heute hat er selbstverständlich die Möglichkeit, sich in Erinnerung zu rufen. Eine weitere Kandidatur, die uns auch hier vorliegt, ist die von Maria aus dem KV Düren. Sie hatte sich ja bereits vorgestellt, digital, so wie gestern als auch heute. Wenn es keine weiteren Kandidaturen gibt, möchten wir sehr gerne dem Janosch die Möglichkeit geben, sich in Erinnerung zu rufen. Wir warten noch einen kurzen Moment. Es gibt keine weiteren Kandidaturen. Lieber Janosch, du hast eine Minute Zeit, dich in Erinnerung zu rufen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin im November vergangenen Jahres nachgerückt in den Bundestag zu einem Zeitpunkt, wo die Vorbereitung vieler Kandidaturen hier in unserem Landesverband für die Landesliste bereits sehr fortgeschritten waren. Ich habe versucht, vom Tag 1 im Bundestag deutlich zu machen, dass die Politik von Bündnis 90 Die Grünen in dieser Pandemie einen Unterschied macht, dass wir konsistent sind, dass wir verständlich sind, dass wir klar sind in dem, was wir fordern und konsequente Politik machen. Dafür will ich weiter eintreten. Ich habe gestern auf dem Listenplatz 14, wo ich im vergangenen Jahr bei der vergangenen Legislatur angetreten war, erneut kandidiert und die Mehrheit von euch nicht überzeugen können. Ich hoffe, ich kann das auf diesem Platz 24 tun und ich bin überzeugt, dass das wichtig ist und einen Unterschied macht. Vielleicht ein abschließender Satz. Ich war, nachdem ich gestern die Mehrheit für diesen Platz 14 nicht gewinnen konnte, zunächst sehr entschlossen, nicht weiter die Arbeit in der Politik fortzusetzen, sondern zurück in die Medizin zu gehen, meinem Beruf als Arzt nachzugehen. Ich will ausdrücklich sagen, dass es der Loyalität Einzelnen und der Überzeugung eines anderen Politikstils zu verdanken ist, dass ich sage, ich trete hier nochmal an und ich hoffe, ich finde eure Unterstützung für meine Politik im Bundestag. Vielen Dank, lieber Janosch. Wir würden damit auch einsteigen in die Wahl des Listenplatz 24. Hier habt ihr die Möglichkeit, Janosch Dahm zu wählen aus dem KV NRP Ruhr oder Maria Nistorio aus dem KV Düren, sowie die Möglichkeit, mit Nein abzustimmen, als auch mit Enthaltung. Ich würde sagen, der Wahlgang ist eröffnet. Wir warten noch kurz ab. Wir danken euch sehr für eure Geduld. Die Stimmen, die gehen hier weiterhin ein. Das sehen wir hier. Hier geht alles seine Wege, ihr stimmt fleißig ab und wir möchten auch gleich zum Schluss kommen. Ihr hattet jetzt die Möglichkeit abzustimmen, ihr habt sie auch noch ganz kurz. Ein Blick in die Technik. Liebe Delegierte, wir schließen den Wahlgang und ermitteln jetzt auch schon direkt das Ergebnis. Uns liegt auch ein Ergebnis vor.
Es wurden abgegeben, das Ergebnis für Listenplatz 24. 268 Stimmen wurden abgegeben. Dabei entfielen 238 Stimmen auf Janosch sowie 2 Stimmen auf Maria, 23 Nein und 5 Enthaltungen. Lieber Janosch, damit bist du gewählt. Auf Listenplatz 24 nimmst du die Wahl an. Liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank für das Vertrauen. Ausdrücklicher Dank auch an meine Familie, die bereit ist, diesen Schritt und diesen Weg mitzutragen. Vielen Dank. Herzliche Glückwünsche, lieber Janosch. Und wir sind heute sehr, sehr gut durch den Zeitplan gekommen und würden jetzt ganz kurz 10 Minuten Pause machen. Nach einer 10-minütigen Pause geht es hier wieder weiter. Und dann steigen wir ein in einen vorgezogenen Tagesordnungspunkt, und zwar die Satzungsänderungsanträge. Ihr habt 10 Minuten Zeit. Auf meiner Uhr ist es gerade 12.22 Uhr. Sagen wir dann um kurz nach halb geht's weiter. Vielen Dank an euch. Bis gleich.
Ein herzliches Willkommen zurück von uns. Wir sind mittlerweile so weit fortgeschritten in unserer Wahl der Liste, dass wir schneller sind als vorgesehen. Deshalb haben wir jetzt vor, die Satzungsänderungen, die eigentlich für morgen Abend auf der Agenda gestanden hätten, vorzuziehen. Die sind euch im Antragsgrün unter den Buchstaben S1 und S2 bekannt. Und ich möchte euch jetzt schon ankündigen, dass wir euch danach eine etwas längere Mittagspause schenken möchten, dass ihr die Gelegenheit habt, euch auch mal vom Computer wegzubewegen und dann entsprechend heute Nachmittag weitermachen mit der Wahl der Liste. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Befassung der Satzungsänderungen. Die wird Julia Höller aus dem Landesvorstand einbringen. Wir haben in unserem digitalen Tool die Redebox geöffnet, falls eine oder einer von euch gegen diese Satzungsänderungen sprechen möchte. Julia wird die beiden Satzungsänderungen S1 und S2 im Verbund vorstellen. Die Abstimmung erfolgt dementsprechend aber dann gleich separat zu diesen beiden Punkten. Julia, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Der nächste Höhepunkt dieser LDK, die Satzungsänderungen. Ihr wisst, die Satzung unseres Landesverbandes ist der Rahmen, in dem wir agieren, in dem wir Parteipolitik machen. Und mit den Änderungen, die wir euch hier vorschlagen, präzisieren wir unsere Instrumente für Teilhabe und für Vielfalt. Ihr wisst auch, dass der Bundesparteitag 2019 in Bielefeld Satzungsänderungen beschlossen hat, die wir hier als Landesverband NRW jetzt in unserer Satzung rein formal nachvollziehen. Und diese Änderungen wurden im Vorfeld auf Bundesebene sehr breit diskutiert. Das war auch eben 2019. Es gab eine sehr breite Debatte darüber. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch nochmal Danke sagen an die NRWlerinnen und NRWler, die sich da sehr stark eingebracht haben, ganz konstruktiv in die Debatte auf Bundesebene. Vielen Dank da an Josephine Paul, Ulle Schaufs, Julia Wollers, Sven Lehmann und Nike Slavik. Wir haben dann die Änderungen auf Bundesebene haben wir dann bei uns in NRW dann ziemlich schnell im Anschluss, Anfang 2020, die Diskussion darüber weitergeführt, um darüber eben zu besprechen, wie übernehmen wir jetzt diese Änderungen in unser Landesstatut. Und das haben wir dann in einem breit angelegten Prozess gemacht. Gemeinsam mit der LAG Queer und der LAG Frauen haben wir mit einer sehr breiten Unterstützung eben diese Änderungen in unser Landesstatut überführt. Und auch hier nochmal ein ganz herzliches Dank an die LAGen dafür. Aufgrund der Pandemie und der abgespeckten LDK im August letzten Jahres können wir die Änderung erst jetzt vollziehen. Ich hoffe aber, dass wir das genau jetzt so auch tun. Ihr habt die Änderung gelesen oder ihr habt sie im Antragstool. Und ganz grundlegend geht es dabei um zwei Punkte. Denn durch diese Änderung berücksichtigen wir erstens die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur dritten Option. Wir machen in unserem Frauenstatut direkt in der Präambel klar, dass Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität in unseren Strukturen, dass wir das nicht zulassen. Wir präzisieren, dass von dem Begriff Frau alle die erfasst werden, die sich selbst so definieren. Und unsere grünen Grundsätze, dass ebenso wie die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt ist ein Ziel von uns Grünen und das machen wir da einfach in unserer Satzung in der Präambel nochmal, im Frauenstatut in der Präambel nochmal deutlich. Als zweiten Punkt vollziehen wir die Änderung des Bundesverbandes nach, indem wir in unserer Satzung, Paragraph 5, sowie im Frauenstatut die Mindestquotierung stark machen. Wir präzisieren in Paragraph 13 unserer Satzung dahingehend, dass wie wir Gremien und Delegationen konsequent quotieren und geben euch damit, und das ist, glaube ich, total wichtig, weil da auch immer wieder Fragen aufkommen, euch in den LAGen, in den Kreis- und Ortsverbänden damit eine Sicherheit in der Umsetzung. Ihr wisst, noch immer sind Frauen in den wesentlichen Bereichen unserer Gesellschaft stark unterrepräsentiert. Und der Grund, weshalb wir das machen, weshalb diese Prozesse auch so breit diskutiert werden, warum wir diese Satzungsänderung jetzt machen, ist, dass solange diese gesellschaftlichen Strukturen weiter rückwärtsgewandt sich entwickeln, solange werden wir Grüne dagegen steuern. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute bisher so eine wunderbar bunte, vielfältige Liste gewählt haben. Und als kleine Nebenbemerkung, und damit sind wir Vorreiterinnen in Deutschland und CDU und SPD können sich gerne abgucken, wie wir das in unserer Satzung auch gemacht haben, wie wir dafür die Basis gelegt haben. Es ist klar, dass wir mit diesen Satzungsänderungen, das ist jetzt mein letzter Punkt, gerade was dritte Option angeht, was Vielfalt und Teilhabe betrifft, nur einen ersten Schritt machen. Und das ist nur ein Teil des Weges, den wir gehen wollen.
Wir wissen aber auch, dass dieser Weg noch von vielen Debatten gesäumt ist. Das heißt, Stärkung von Vielfalt und Stärkung von Teilhabe ist eines unserer zentralen Themen des Landesvorstandes. Deshalb haben wir auch eine Vielfaltskommission eingesetzt und auch deren Ergebnisse werden sich in Satzungen widerspiegeln. Diese heutigen Änderungen, die wir jetzt gleich abstimmen, in Anlehnung an den Bundesverband, sind ein Schritt in die richtige Richtung. In dem Wissen, es gibt noch weitere Schritte, die wir gemeinsam mit der Bundesebene gehen und mit den Ergebnissen dann unserer Vielfaltskommission. Ich möchte euch hiermit auch ganz herzlich einladen, diese Debatten gemeinsam zu führen und voranzubringen. Also nochmal ganz knapp, heute Anpassung, Präzisierung, formale Änderungen, aber eben in dem großen Sinne von Geschlechtergerechtigkeit, gleichberechtigte Teilhabe von Frauen, für die Anerkennung geschlechtlicher Vielfalt und für die Konkretisierung und Stärkung dieser grünen Grundwerte in unserer Satzung. Dafür bitte ich euch jetzt um Zustimmung für diese Änderungen. Vielen Dank, Julia. Zwischenzeitlich ist zu diesem Tagesordnungspunkt ein GO-Antrag eingegangen, den wir jetzt gerade einmal hier prüfen müssen und wir melden euch sofort zurück. Kurzer Zwischenstand von uns. Es wird jetzt einige Minuten dauern, bis wir den Antragsteller hier digital zugeschaltet bekommen, damit er seinen Antrag begründen kann. Deshalb bitte ich so lange um ein bisschen Geduld und wir melden uns gleich nochmal bei euch. So, wir können jetzt gleich in die Befassung des GO-Antrags einsteigen. Ich möchte aber diese Gelegenheit gerade nutzen, um hier Menschen zu danken, die den ganzen Tag schon Herausragendes leisten und wo ich jedes Mal vor Ehrfurcht erstarre, wenn ich ihnen zuschauen darf, nämlich unseren Gebärdendolmetscherinnen und Gebärdendolmetschern, die uns hier heute unterstützen. Dafür vielleicht auch einen virtuellen Applaus. Denn ich denke, das ist wirklich etwas ganz Besonderes, sowas in der Länge, in der Dichte und in der Intensität zu tun. Herzlichen Dank dafür. Und ich erhalte das Signal der Technik, dass wir starten können mit der Einbringung des GO-Antrages. Wenn ich das richtig sehe, ist der Antragsteller Moritz Jungeblut aus dem Kreisverband Rhein-Erft.
Moritz, ich hoffe, dass wir dich jetzt sehen können. Hallo. Du hast 3 Minuten. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich möchte mich auch bedanken bei der Geschäftsstelle für eure Arbeit. Wir haben es geschafft, eine tolle Liste aufzustellen ohne diese Satzungsveränderung. Und deswegen würde ich euch bitten, das doch dann zu vertagen, wenn wir da wieder in aller Breite drüber debattieren können. Satzungsänderungen sind die Spielregeln unserer Partei und diese müssen breit debattiert werden. Ich hatte mir vor dieser LDK extra nochmal alle Mails durchgeschaut und geschaut, wurde ich gesondert in einer Mail darüber informiert, dass diese Satzungsänderungen stattfinden und ich habe es nicht gefunden. Also habe ich meine Geschäftsführerkollegen im Land angefragt, auch ein, zwei und auch einige Mitglieder. Wisst ihr, dass diese Satzung gerade beraten wird? Das war es vielen Mitgliedern gar nicht so klar. Und diese Satzungsänderung hat Implikationen, wie wir uns selbst verstehen und als basisdemokratische Partei. Schauen wir nicht nur darauf, was Berlin macht auf Tagesordnungspunkt 20, sondern was wir selber machen. Also allein im Frauenstatut wird zum Beispiel in jeder Zeile das Wort Mann gestrichen, so als wäre das ein böses Wort, über das man nicht mehr reden kann. Aus Soll-Regelung werden Muss-Regelung, als hätten wir Grüne, NRW es nicht in den letzten 30 Jahren immer geschafft, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen mit unseren bisherigen Regelungen. Deswegen würde ich um Vertagung bitten. Bitte führt nochmal eine breite Debatte in unserer Partei, auch mit den Gremien, den Kreisverbänden, Frauen, Männern, interdivers. Ich glaube, dass wir diese Satzungsänderung dann beraten sollten, wenn alle darüber informiert worden sind und wenn wir alle beisammen sind, damit wir uns alle auf gemeinsame Spielregeln einigen können. Die Gegenrede dazu hält Raul Rosbach. Ja, lieber Moritz, liebe Freundinnen und Freunde, in der Tat, du hast recht, Satzungsänderungsanträge sollten breit diskutiert und von der breiten Basis, alle Beteiligten sollten die Möglichkeit haben, sich darüber eine Meinung zu bilden. Das ist aber hier der Fall. Julia hat ausgeführt, dass wir in einem sehr, sehr breiten Prozess mit den LAG, auch mit den Kreisverbänden, sowohl an den Debatten, die der Bundesverband geführt hat, bereits beteiligt waren, bevor der Bundesverband es beschlossen hat, und dann auch, nachdem der Bundesverband es beschlossen hat, es in NRW nochmal diskutiert haben. Wir hätten eigentlich diese Debatte bereits bei der LDK letztes Jahr, also im eigentlich ursprünglich geplant im Juni letzten Jahres beschlossen und hätten dort die Debatte eingebracht. Es ist dann pandemiebedingt vertagt worden und deswegen ist das erst heute auf der Tagesordnung. Es hat also, seit der Bundesverband es beschlossen hat, eine sehr, sehr lange Zeit der Debatte gerade auch für uns in NRW gegeben, an denen sich viele beteiligt haben. Und selbstverständlich haben wir in der Einladung zu dieser LDK darauf hingewiesen, dass wir Satzungsänderungsanträge beschließen wollen. Diese Einladung war übrigens noch viel eher bei euch als ursprünglich, weil wir ja ursprünglich auch zu Februar zu einer LDK eingeladen hatten. Also es gab quasi noch längeren Zeitraum, sich mit diesen Satzungsänderungsanträgen zu beschäftigen, als es ohnehin geplant wäre. Sie waren deutlich vor der Frist für Satzungsänderungsanträge da, die wir genau dafür haben. Und lasst uns einfach deswegen heute diese Debatte, die geführt wurde, auch mit diesen Satzungsänderungsanträgen abschließen und da einfach jetzt das befassen, bevor wir es wieder vertagen und wieder vertagen. Auch eine Satzung ist ja was, einmal natürlich die Spielregel, die wir uns geben, aber eben auch lebendige Spielregeln, die angepasst werden wollen. Der Bundesverband ist ohnehin, also hat uns den Auftrag gegeben, mit dem BDK-Beschluss dieses bei uns auch umzusetzen. Und lasst uns dem dann bitte auch folgen heute und heute diesen Satzungsänderungsantrag oder die beiden dann auch befassen. Es hat genug Debatte gegeben aus meiner Sicht. Danke sehr. Dann kommen wir nun zur Befassung des Änderungsantrages. Ihr habt die Möglichkeit mit Ja den Antrag von des GU-Antrags, Entschuldigung. Ihr habt mit Ja die Möglichkeit, dem Antrag von Moritz zu folgen und einer Vertagung auf die nächste LDK, für eine Vertagung auf die nächste LDK zu plädieren. Mit Nein stimmt ihr gegen die Vertagung und für eine Abstimmung heute. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, euch zu enthalten. Ich eröffne hiermit die Abstimmung.
Wir warten weiter auf Stimmen, die gerade in Vielzahl abgegeben werden, was uns sehr freut. Ich schließe jetzt die Abstimmung, dann warten wir noch auf die Stimmen, die uns vielleicht noch erreichen. Durch die Zeitverzögerung, die wir hier haben. Also es wurden 255 Stimmen abgegeben, 58 Stimmen empfehlen auf Ja, mit Nein stimmten 174 Delegierte und es gab 23 Enthaltungen. Das heißt, die Satzungsänderungsanträge können jetzt nun hier weiter befasst werden, sodass wir direkt in die Abstimmung des Satzungsänderungsantrages 1 einsteigen können. Auch hier bitte ich jetzt darum, die Abstimmung entsprechend vorzubereiten. So, wir sind soweit vorbereitet. Wir stimmen jetzt zuerst über den Satzungsänderungsantrag 1 ab. Der betrifft die Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung bedarf einer Zweidrittelmehrheit. Das möchte ich euch gern vorher sagen, damit ihr gleich das entsprechend auch das Ergebnis lesen könnt. Und ich möchte jetzt hiermit die Abstimmung eröffnen. So, es wurden schon eine ganze Zahl von Stimmen abgegeben. Wir möchten jetzt auch den letzten Nachzüglerinnen und Nachzügler noch ermöglichen, zu votieren. Deshalb warten wir noch einen ganz kleinen Moment, bevor wir das Ergebnis dann vorstellen können. Ich schließe die Abstimmung und wir warten auf das Ergebnis. So, dann kann ich euch das Ergebnis vortragen. Es wurden 274 Stimmen abgegeben. Auf Ja entfielen 188 Stimmen bei 32 Nein-Stimmen und 27 Enthaltungen. Das entspricht 76,11%, was diese zwei Drittel deutlich übersteigt.
Damit ist der Satzungsänderungsantrag 1 angenommen und wir können zum Satzungsänderungsantrag 2 kommen. Das betrifft die Änderungen im Frauenstatut. Das Frauenstatut ist als Annex zur Satzung ebenfalls mit 2/3-Mehrheit zu verabschieden, sodass auch hier dieses qualifizierte Quorum oder diese qualifizierte ist einer Qualifizierung bedarf. Ich bitte auch hier, das entsprechend vorzubereiten und eröffne die Abstimmung zu S2. Okay, es gab hier Unsicherheit, ob ihr schon Bescheid wisst, dass die Abstimmung eröffnet ist. Das ist sie. Wir warten auf eure Stimmen. Wir warten noch einen ganz kleinen Moment. Es sind schon viele Stimmen abgegeben worden, aber würden noch auch den letzten Nachzüglerinnen und Nachzüglern, die in Gebieten ohne Breitbandausbau leben, die Möglichkeit geben, ihre Stimme nach Düsseldorf zu schicken. Und jetzt schließe ich die Abstimmung. Und wir haben ein Ergebnis. Es gab 252 abgegebene Stimmen. Da entfielen 187 Stimmen auf Ja, 33 Nein-Stimmen und 32 Enthaltungen. Hier ist wieder deutlich die Zweidrittel-Marke erreicht worden mit 74,21%. Damit ist auch der Satzungsänderungsantrag 2 angenommen. Von unserer Seite bleibt uns jetzt noch uns bei euch dafür zu bedanken, dass wir euch durch diesen Vormittag führen dürften und euch anzukündigen, dass es weitergeht um 14.30 Uhr mit den nächsten Listenplätzen. Ganz herzlichen Dank und eine schöne Mittagspause.
Dank.